Live aus den Nerd-Studios in... Moment. Bochum? Warum denn in aller Welt Bochum? Na gut, ist eure Show. Ich werd hier ja nur fürs Vorlesen bezahlt. 3 Bier, 2 Nerds, 2 Chris, eine Show. Hier kommt Nerdikrismus, die nerdige Labershow mit The Last Geek Tonight. Und hier sind eure alten, weißen Nerds. Hier sind Chris und Chris. Hallo Internet. Hi. Hallo Twitch. Hallo Internet wieder. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir da sitzen? Ja, das kennst du, Ossi, jetzt wieder nicht. Wie die Kinder früher bei Dings da. Kennst du Dings da? Ja. Ja? Mit, wer hat das moderiert? Michael Schanze, oder? Michael Schanze. Also ich glaube, ja. Ich muss dazu sagen, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil dafür bin ich jetzt mittlerweile schon zu alt und ich bin halt nicht wirklich damit groß geworden, sondern nur so sporadisch hin und wieder mal gesehen. Aber ich weiß, dass das gab und so grob weiß ich auch noch, worum es ging. Aber also nur so Kinder, Kinder mussten einen Begriff erklären. Ja. Also zum Beispiel, irgendwie das 3-2-Jährige oder 2-3-Jährige fragt, erklär doch mal Arschkrampe. Ja. Und dann hat er das, der sagt der Mama immer zum Papa. Ja? So was in der Art. Okay. Genau. Okay. Ja, ja, da kamen dann bestimmt relativ viele Details ans Tageslicht, die Eltern nicht wollten. Also zumindest, also für über, was über den Sender ging, war bestimmt, also ich hätte, das Rohmaterial muss groß, muss Gold gewesen sein. Das Rohmaterial wird echt Gold gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nerdikrismus. Ich bin Chris und er ist auch Chris. Genau, und wir sind alle Chris. Und wir sind alle Chris und meine Frau ist auch Chris. Ja. Und wir haben heute eine pickepackevolle zweistündige Sendung. Wir haben uns selber mal, das letzte Mal ist ein bisschen ausgeartet. Dezent. Ja. Ich hab's gerade gesagt, normalerweise bin ich das gar nicht gewohnt. Ich halte es mal in die Kamera. Wenn wir eigentlich unsere Podcasts machen, die so eine Stunde an, also wir haben auch mal eine 3-Stunden-Folge, aber die ist dann nur so Herr der Ringe, da haben wir eigentlich so, also ich sag mal so 70% der Leute, die angefangen haben, hören das Ding auch zu Ende. Ja. Das war jetzt hier, kann man es sehen? Nee, Fokus? Nicht wirklich. Nee, kann man nicht sehen. Halt's mal in die andere Kamera. Ja, in die andere Kamera. Auch nicht. Nee, da, doch, da. War jetzt bei der Folge nicht ganz so. Ich glaube, da musst du ein bisschen ankippen. Ankippen. So, doch, jetzt, da, jetzt, ja, ihr jetzt, könnt doch. Es ja ahnen. Es war nicht ganz so. es kam am Ende noch, naja, ich sag mal ein gutes Drittel kam am Ende noch ins Ziel. Das finde ich dafür, dass wir 3 Stunden ziellos gelabert haben, finde ich das super. Ist das gar nicht so schlecht. Ja, ne? Ja, finde ich auch. Genau. Trotzdem wollen wir uns heute vielleicht ein bisschen mit mehr etwas beschränken. Definitiv. Also definitiv heute bis 22, spätestens 22 Uhr ist Ansatz und Schluss, mache ich den Stream aus, egal wo wir sind. Okay, alles klar. Für alle, die das heute zum ersten Mal einschalten oder dann bei uns auch als erstmal als Podcast hören, das ist sozusagen der Laber-Podcast-Union von Last Geek Tonight und Nerdizismus. Wir geben uns gegenseitig Stichworte zu und dann gucken wir, wo uns der Abend hinführt. Ja, oder ihr gebt uns Stichworte. Genau. Oder da, du hast einen Alf. Ich habe noch etwas gehört, das was war genau. Für alle, die das jetzt als Podcast hören, wir haben so, wie nennt man so ein Ding? Wir haben einen Alf, der kann sprechen. So, okay. Kurz und knapp. Ich habe einen Alf und ich werde ihn benutzen. Genau. Wir haben von der Community, also für alle Nerdizismus-Zuhörer, die Last Geek Tonight noch nicht kennen und noch nicht eingeschaltet haben, wir haben hier einen Alf. Das wird mal eine animatronische Puppe. Momentan ist noch ein Platzhalter. Dieser Alf filtert den Chat. Ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, nach Leuten, die Bits ausgeben und Abos machen. Und dann gibt es hier so eine Knight Rider-Schrift, wo Danke Dintli steht und hin und wieder sagt er auch was. Da steht jetzt Danke Deuteronomy. Das war jetzt zweimal, wo er nichts sagt. Mhm. Ja. Hin und wieder sagt er was. Okay, du weißt auch nicht. Also das erinnert mich ja, ich glaube, es ist auch das dritte Mal sagt er nichts. Das ist ja super der Vorführeffekt. Schön. Okay, das ist aber, glaube ich, auch so ein Alf-Zitat. Ne? Ich drehe einfach den Zündschlüssel rum und das Ding läuft. Habt ihr eigentlich Sitcoms im Osten gehabt? Nach der Wende, so ja. So mit Manfred Krug oder so irgendwas. Armin Müller-Stahl hat mal was Lustiges gemacht. Nee, wir hatten, oh Gott, jetzt, oh scheiße, wie hieß denn das? Ihr müsst doch auch ein bisschen Spaß gehabt haben. Ja. Maxe Baumann und Schwester Agnes. Okay. Das haben wir Ossis hier mit dabei. Wer kennt noch Maxe Baumann? Hebt mal virtuell die Hand. Das ist nicht Bob der Baumeister. Nee, Maxe Baumann. Klingt aber so, als wäre es sein Bruder. Oder wäre das so, dass der Ost-Knockoff von Bob der Baumeister wäre Maxe Baumann? Im Großen und Ganzen würde ich Maxe Baumann heute vergleichen mit Peter Steiners Theaterstadel. So ein bisschen. Das auf Sächsisch? Auf Ostdeutsch. Nicht alles Ostdeutsche war sächsisch. Nicht? Nein. Ach so. Und ihr wart auch nicht alle nackt die ganze Zeit? Wir waren nicht die ganze Zeit nackt.
Verdammt. Ja. Ja, jetzt ist dein ganzes Weltbild zerstört. Also alles so. Aber ansonsten, wir hatten eine ganz großartige Komikerin, die dann leider sehr früh gestorben ist, kurz schon nach der Wende, Helga Hahnemann. Okay. Das war, die liebe ich auch heute noch. Gut, das ist wahrscheinlich kindliche Verklärung, ja. Aber als Kind, das war ganz, ganz großartig. Helga Hahnemann, die hat Musik gemacht, die hat Comedy gemacht und so weiter. In einen Kessel Buntes immer wieder aufgetreten und so. Die war fantastisch. Ganz großartige Frau. Die hatte den Spitznamen Die Henne, also Henne, Helga Hahnemann, Henne. Und es gibt einen Preis, der verliehen wird. Die goldene Henne. Deswegen heißt das so. Richtig. Ich habe mich Helga immer noch Hahnemann. Ich habe mich schon immer gefragt, wieso der komische Dinger so heißt. Die goldene Henne nach Helga Hahnemann. Ah, ja. Guck an. Und ich bin immer noch dafür, als meine zukünftige Schwiegermutter hat sich letztes Jahr oder vor 2 Jahren schon, hat die sich einen Hahn und eine Henne gekauft. Und dann kam so, wie soll ich die beiden denn nennen? Und dann habe ich hier geschrieben, Helga und Hahnemann. Vollkommen klar. Ja, klar. Ja, ne? Ja, also, ja. Wie könnte es auch anders sein? Sie ist ja auch Ossi, ne? Lebt jetzt halt in Österreich, aber eigentlich auch Ossi. Hat sie aber dann aber nicht gemacht. Aber ich fand das super. Fantastisch. Helga und Hahnemann. Hab ich schon wieder, ich habe mich wirklich, also nicht, es hat mein Leben nicht umgetrieben, ne? Aber immer wenn dann irgendwo mal kam, die goldene Henne wurde wieder von dem, wie heißt das Ding eigentlich? Ich dachte, das ist halt so, mein Gott, wie der silberne Kehrbesen Kleinkunstpreis Bad Bamberg oder irgendwie sowas, nee. Ne? So in der Art. Nee, tatsächlich, Helga Hahnemann war einer der DDR-Superstars. Okay. Gerade auch, also im Comedy-Bereich war das, glaube ich, die große Nummer. Was haben die so für Comedy da gemacht? War das eher so Heinz Erhardt, so harmlos, ne? Teilweise. Da war auch viel verdeckte politische Kritik dabei, ja. Es gab einen Richter-Sketch, den hat sie zusammen gemacht mit, oh Gott, Alfred, frag mich nicht. Der ist ganz großartig, weil es die beiden auch irgendwann selber reißt, weil er spielt, fantastisch, kannst du auf YouTube finden. Er spielt einen Richter und haut immer wieder mit diesem, wie heißt dieser Hammer? Richterhammer. Ja, haut immer wieder mit diesem Richterhammer auf. Mhm. Und sie ist so eine, die halt irgendwie angezeigt ist. Und dann ist ihm irgendwann, ist der Kopf vom Richterhammer durch die Gegend geflogen. Das war halt nicht eingeplant. Das hat die beiden im Sketch gerissen, aber sie mussten es weiter durchziehen. Sie bringt ihm den Hammer zurück. Und du siehst den ganzen Sketch über, wie die beiden kämpfen, um nicht zusammenzubrechen und die Kontenance zu wahren. Und diesen Sketch, großartig. Ganz fantastisch, weil du siehst einfach, wie diese beiden selber unfassbar Spaß haben und daran fast zugrunde gehen. Und Helga Hahnemann auch ganz viele tolle Lieder gemacht. Hier kommt die Süße und so. Kannst alle auf YouTube finden. Lohnt sich, um mal ein bisschen Ostcomedy zu verstehen. Ja, das wäre eigentlich schon fast eine eigene Sendung, das Problem so, ist. Und hier kommt, weißt du was, Das ist eine Überleitung wie ein Faustschlag. Echt? Auf mein Ding der Woche. Und ich arbeite schon die ganze Zeit an einer guten Überleitung. Jetzt hast du sie. Okay, dann nimm sie. Komm, nimm sie. So, pass auf. Ich hab dir gesagt, ich habe dir eine Hausaufgabe mitgebracht. Ja, und das Ding der Woche, genau. Du darfst natürlich auch sagen, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich fände es spannend. Ja. Und zwar habe ich dir mitgebracht ein DVD-Paket. Ja. Spuk im Hochhaus. Ich habe auch Spuk unterm Riesenrad dabei. Genau, Spuk im Spessart mit Lisotte Pulver. Das Spukhaus im Spessart. Spukhaus im Spessart, genau. So, Spuk im Hochhaus. Das ist also die Spukreihe. Es gab zuerst Spuk unterm Riesenrad, dann gab es Spuk im Hochhaus und dann gab es Spuk von draußen. Und es gibt noch eine vierte Spukreihe, die kam aber erst nach der DDR raus. Das sind die DDR-Kinderserien eigentlich schlechthin. Also zumindest mit denen bin ich groß geworden und ich liebe sie immer noch. Spuk im Hochhaus finde ich nach wie vor unfassbar großartig. Mit dem fantastischen Heinz Rehenak und der großartigen Katja Perilla. Also das ist DEFA und nicht so tschechischen Kram. Das ist DEFA. Okay. Das ist wirklich. Ja, den tschechen Kram kenne ich ja, den gab's ja bei uns ja auch. Und das ist wirklich DDR-Fernsehen. Das wäre verböten, das haben wir nicht geguckt. Nö, einfach hübsch, ja. Das ist wirklich DDR-Fernsehen. Und das, ich finde es tatsächlich geil. Immer noch unfassbar großartig. Ist wahrscheinlich 89 gedreht worden, sieht aber aus wie 73. Nee, das so. ist die ist, glaube ich, von 82 hier. Ja. Von wann ist der hier? Von 1978 ist Spuk im Riesenrad, müsste das 83 sein. Guck mal, müsste hinten draufstehen. 81, 82. Ich liebe es. Pflaumen August und Jette Deibel-Schmidt. Ich liebe es. So, meine Hausaufgabe. Ja. Wenn du da Bock drauf hast, bis zum nächsten Mal. Ja. Guck dir Spuk im Hochhaus an und wir reden drüber. Weil ich liebe es und mich würde interessieren, wie findet das ein 40-jähriger Wesley, der damit nicht groß geworden ist? Kann er damit was anfangen oder sagt er, das ist so eine Scheiße? Darf ich dir dann eine zurückgeben? Also gleich jetzt, weil kannst du auch auf YouTube, ist auch bei Amazon Prime. Keine Ahnung. Ja, dann Pumuckl.
Achso, du meinst so, ich dachte, du willst mir davon eine zurückgeben. Dann guck du den Pumuckl. Pumuckl habe ich natürlich ein bisschen geguckt, damit viel. Okay, dann gucke ich ein bisschen Pumuckl und guckst du mal ein paar Pumuckl-Folgen quer. Also hier. die mit Gustl Beyerhammer, ja, ne? Ja, klar, klar. Würdest du mir jetzt eine, also die hängen die Inhalte nicht zusammen, bauen die aufeinander auf? Nein. Ist das? Nein. Kann ich die zweite Staffel auch gucken, ohne die erste zu kennen? Also ich muss dazu sagen, dass ich Spuk unterm Riesenrad heute selber tatsächlich relativ schwer zu ertragen finde, weil mir die Kinder so auf den Sack gehen. Da sind drei Kinder, die spielen die Hauptrollen. Lustigerweise kann ich zu den Kindern aber was erzählen, was ich dann beim nächsten Mal tun würde. Aber ne, die gehen mir selber ein bisschen auf den Sack. Hier spielen die Kinder keine Rolle, sondern oder nur wenig Rollen, sondern hier spielen die zwei Hauptfiguren die Rolle. Und das finde ich tatsächlich auch immer noch sehr, sehr großartig. Ja. Das ist schwierig. Das ist okay, also dann machen wir das Zugänglichere ist das. Genau, dann machen wir mal Spuken mehr aus dem Alltag. Mehr oder weniger, ja. Gut, du wirst einen Querschnitt. Ja, also genau, ich gebe dir ganz kurz einen Abriss, worum geht es. Ja. August und Jette Deibelschmidt leben im Mittelalter, haben eine Kaschemme und rauben dort immer die Leute, die dort einkommen, aus und bringen sie meistens auch um und fertig. Ja. So, jetzt überfallen oder jetzt ist mal wieder jemand dazu Gast und den machen sie betrunken, den wollen sie dann ausrauben. Der schafft es aber, sie zu überlisten. Dabei kommt es zum Brand und es kommen alle ums Leben. Mhm. Und sie werden, bevor sie sterben... Können die Kindern von heute schon gar nicht mehr zumuten. Sie werden, bevor sie sterben, noch verflucht, dass sie irgendwie sieben gute Taten vollbringen müssen. Mhm. Also hier, Schwester Claudia wird das garantiert kennen, dass sie sieben gute Taten oder irgendwie sowas in der Art sind, müssen sie verbringen. Und dann werden sie im jetzt 1981, 82 Berlin, wecken sie als Geister wieder auf, an der Stelle, wo früher ihre Kaschemme war, jetzt ein Hochhaus, und sie sind an dieses Hochhaus gebunden und müssen in diesem Hochhaus diese guten Taten vollbringen, um erlöst zu werden. Darum geht es. Die Prämisse ist nicht. Und das ist das Gleiche dann nur mit Schaustellern im Riesenrad? Das hier ist ähnlich. Hier bei Spuk, aber die sind ein bisschen zombie-mäßig. Bei Spuk unterm Riesenrad geht es darum, dass drei Kinder arbeiten, ich glaube, in der Geisterbahn ihres Onkels, haben die so einen Sommerjob und sollen die Geisterbahnfiguren reinigen. Bauen dabei Scheiße und dabei werden der Riese, die Hexe und Rumpelstilzchen zum Leben erweckt und sind dann auf der Flucht und müssen wieder eingefangen werden und wieder zurückgeholt werden. Okay, ich bleib beim Spukhaus, Spuk im Hochhaus. Ja, und Spuk im Hochhaus, ich bin sehr gespannt. Hausaufgabe. Fantastisch. Ja, ja. Du ein paar Folgen, weißt du, ich schick dir zwei, drei, die ich ganz besonders provokant finde. Du kannst mir auch mehr schicken. Ja, okay, also, alles gut. So, da hast du auch ein bisschen zu tun. Okay, perfekt. Ja. Und du musst alles gucken. Ja, alles gut. Werden wir machen. Ihr wisst, in der nächsten Folge Nerdy Christmas geht es um Spuk im Hochhaus und Pumuckl. Ja. Wie findet ein Wessi Spuk im Hochhaus? Wie findet ein Ossi Pumuckl? So super. Aus. So finde ich wunderbar. Gestern, ich habe ja passend zum Star Wars Day gestern meinen Marvel-Pulli an. Ja. Da gehört ja alles. Den hattest du lustigerweise schon bei der letzten Sendung. Ja, ich weiß. Habe ich auch seitdem nicht gewaschen. Doch, habe ich natürlich gemacht. Und in dem Zusammenhang wollte ich das, wäre jetzt so mein, wenn du jetzt kein Ding der Woche hast, habe ich so ein kleines Netzfundstück. Ja? Ja. Rubrik Netzfundstück. Netzfundstück. Ja? So, haben wir einen Jingle für Rubrik Netzfundstück? Katapautz, okay. Ja? Ich kann hier einfach das Keyboard daneben und ein bisschen rauchen. Nee, alles gut. Ja. Wir wollen ja noch Zuschauer haben. Geh doch mal kurz, weil es ist ja, also gestern war halt Star Wars Day, also weil halt, also für alle, die das jetzt also nicht wissen, ich erkläre es trotzdem nochmal, gestern war ja der 4. Mai, ja, und weil das dann im Englischen May the 4th ist, ist das dann so May the Force be with you? Ist ungefähr genauso sinnfrei wie der Star Trek Day, der auch irgendwie am 5. April ist, weil den First Contact oder so irgendwie so Quatsch. Und heute ist aber auch noch Star Wars Tag, weil The Fifth Strikes Back. Ah, okay, siehst du, verdammt, ja. Und, ja. Und morgen ist Revenge of the Sixth. Fantastisch, ja. Sind wir froh, dass unsere deutsche Politik das nicht auch noch weiß. Mhm. Denn das, was sie sich gestern geleistet hat, vor allem auf Twitter, zum 4. Mai, war schon sehr, sehr, sehr. Ja, schauen wir mal. Wir gucken uns erstmal an, was. Schön, Florian, auch. This is the May. Ja, this is the May, ja, genau. Wir gucken uns erstmal, übrigens, das passt, ist eine schöne Überleitung. Wir gucken uns mal an, was unser Justizminister Marco Buschmann dazu getwittert hat. Gehst du einfach hier auf Desktop klicken? Ja. Und dann ist es da.
So, perfekt. Happy Star Wars Day. Yoda und ich werfen heute einen Blick in eine weit entfernte Galaxis für Ideen, wie wir unseren Heimatplaneten noch moderner, besser und freier machen können. Denn viel zu lernen wir noch haben, möge die Macht mit euch sein. Eigentlich ein schöner Tweet. Es ist halt nur nicht Yoda. Ja. Ja, ist dann auch, ist halt dann leider auch ein bisschen explodiert in der Kommentarspalte. Okay. Ja. Ich meine, da hat das PR-Team hat immerhin, so ein PR-Team macht ja am Anfang des Jahres immer, es gibt so für Jahrestage, zu denen wir was twittern müssen. Ja. Ja. Und so war so ein Halbfail. Die SPD Bayern hat sich, weil ja bald Landtagswahlkampf in Bayern ist, auch sich nicht nehmen lassen, was zu machen. Am 8. Oktober hast du die Wahl, das Imperium abzuwählen, schließt sich unsere Rebellion an. Ja. Florian von Brunn für Bayern. Ja, okay. Ja, ja gut, also ich muss ja, also mal davon abgesehen, dass sie eventuell von Disney verklagt werden, muss man ja dazu sagen, dass CSU in Bayern ja schon so ein bisschen Imperium ist, oder? So. Wobei man sagen muss, dass es gibt bestimmt noch mehr Tweets, die zu dem Thema von irgendwelchen politischen Institutionen abgesendet wurden. Also neben der rechte Frage, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich kenne relativ viele so Standardbilder, die man so findet, wenn man bei Google Darth Vader eingibt. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Also wo sie das als Vorlage her haben, weiß ich nicht. Also das ist schon mal, immerhin schon mal nicht das Abgedroschenste genommen. Ja. Ne? Immerhin. Ja. Ob jetzt irgendwie tatsächlich der Darth Vader-Kopf für Join the Rebellion stehen muss, ist jetzt auch die Frage. Ist halt, ja, es ist irgendwie so, die Aussage ist schwierig, ne? Aber ja. Okay, von der rechten Situation ganz ab. Und dann hat sich aber der Magus, ne, der fränkische Imperator, hat sich das dann nicht nehmen lassen, dann auch noch was zu machen. So, da muss ich jetzt die Kopfhörer reinmachen. Genau, seit meiner Jugend großer Star Wars-Fan, was ist euer Lieblingscharakter, möge die Macht mit euch sein. Und der Magus hat natürlich auch noch eine Botschaft. Heute ist wieder Star Wars-Tag. Seit meiner Kindheit bin ich ein ganz großer Fan von Star Wars gewesen, habe alle Filme gesehen. Ah, du musst mal lauter machen. Und bis heute auch noch Fan geblieben, ist ja das ganz Besondere. Wollen wir nochmal anfangen? Boah, ich höre. Warte mal ganz kurz. Okay. Ja, wir müssen nochmal anfangen, weil ich höre wirklich nichts. Okay. Weil hier irgendwie, aus irgendeinem Grund ist das hier ganz leise. Okay. Nicht, dass euch jetzt die Ohren fliegen da draußen, Chat. Nö, das müsste eigentlich okay gewesen sein. Gut. So, wir fangen nochmal an. Da müsst ihr jetzt durch. Der Magus. Heute ist wieder Star Wars Tag. Seit meiner Kindheit bin ich ein ganz großer Fan von Star Wars gewesen, habe alle Filme gesehen, alle Spin-Offs und bis heute auch noch Fan geblieben. Ist ja das ganz Besonderes, nicht einfach nur Science Fiction oder Action, sondern es hat was Religiöses, was Spirituelles und letztlich auch etwas Mythologisches. Das ist der große Erfolg von Star Wars. Welcher Charakter gefällt euch am besten? Luke, Han Solo, Leia, Darth Vader, möglicherweise der Imperator oder jener hier? Ein ganz besonders süßer Charakter, obwohl ich ehrlicherweise... Er weiß auch nicht, wie er heißt, aber er beschifft es wenigstens super. Ganz nett. Sagt mir einfach mal, was ihr am besten findet. Und ansonsten kann ich nur sagen, möge die Macht mit euch sein. Ja. Ja, so wie er es betont, könnte man auch glauben, dass er meint, Darth Vader wäre der Imperator. Hat er Grogu gerade gesagt? Ich glaube ja. Ja? Ja, ja. Okay, alles klar. Hat er nicht grüner Kerl gesagt? Ich glaube, er hat grüner Kerl gesagt. Ich möchte es mir nicht nochmal anhören. Es reicht mir. Genug Markus für heute, die Stimmung ist im Arsch. Nein, bleib so schlimm. Wobei ich dem Magus das durchaus abnehme, dass er das ernst meint, weil zumindest von den Karnevalskostümen, die der Magus immer so hat, gibt er sich, also das ist schon ganz ehrlich auf Cosplay, also nicht ganz Cosplay, aber es ist schon extrem hochwertig. Er ist tatsächlich Nerd. Er hat doch sogar, korrigiert mich kurz, lieber Chat, ihr wisst das teilweise besser, aber gibt es nicht sogar auch Fotos von ihm im Büro und du siehst, dass da Star Trek-Tassen stehen und so weiter? Ja. Genau, Fantassen bei Interviews dabei. Also der ist selber auch, ist glaube ich Trekkie. Und auch so ein bisschen Nerd. Der. Und um mal was Positives über ihn zu sagen, einer meiner besten Freunde ist immer noch Intendant an einem Theater in Bayern, mhm. Und hat dadurch auch Markus Söder schon persönlich kennengelernt. Und als ich ihn mal besuchen war, vor 2 Jahren, war ich glaube ich das letzte Mal bei ihm, habe auch darüber gesprochen. Er sagte, hey, er hätte es auch nicht gedacht, aber der ist tatsächlich ganz in Ordnung privat.
Ja, er ist halt ein bisschen polterig, aber er steht für die Überzeugung, die er hat, für die steht er wenigstens auch ein. Was er bei vielen anderen Politikern, mit denen er in seiner Position zu tun hatte, nicht erlebt hat. So, ob man jetzt die Position gut findet, ist ja dahingestellt. Stimmt wieder was anderes. Genau. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil wir sind nämlich, also als wir, der Michael und ich letztens in Star Trek die Folgen bei Picard 7 bis 9 besprochen haben, sind wir auch mal so eine halbe Stunde voll abgedriftet. Ich weiß gar nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war. Aber ist egal, wollen wir jetzt deswegen, wo wir heute hier mal nicht politisch werden, vor allem, weil ich ja weiß, dass das letzte Mal noch, es gab noch so ein kleines Nachbeben, weil ich Hogwarts Legacy gesagt habe. Ach, du, das lässt mich tatsächlich vollkommen kalt. Hogwarts. Also das muss ich echt sagen. Also das hat mich ein paar Tage lang beschäftigt, dieses kleine Nachbeben, und dann dachte ich mir, fuck it. Also ganz im Gegenteil, ist ja sowas eher nützlich, wenn man dadurch ein bisschen was... Genau, any publicity is good publicity. Nee, nicht nur das, sondern ich habe darüber über Leute etwas erfahren, sodass ich damit quasi meine Zeit nicht mehr verschwende. Okay. Was ja grundsätzlich ganz nicht verkehrt ist. Ja. So, von daher, ja. Du hast aber noch einen ganz anderen Aufreger gehabt, über den du mich vorhin ausfragen wolltest. Da musst du mir aber ehrlich gesagt mehr Insights geben, Stichwort so Theater. Es gab ja viel Beef diese Woche um den Schweiger. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur am Rande mitgekriegt. Ich habe ich dir vorhin gesagt, in einem Interview in irgendeiner Talkshow oder so mal letztens gesehen, dachte mir, Alter, der sieht ganz schön versoffen aus. Mhm. Das deckt sich ja dann anscheinend mit dem, wie, ich meine, jeder feiert mal gerne, Haken dran, ne? Und Stichwort Fettcon, also wer mich mal Knülle sehen will nachts um drei, der muss nur am Samstag auf die Fettcon kommen. Das ist gar kein Problem. Aber dir war es so wichtig, dass du mich darauf angesprochen hast, ob ich denn da was zu sagen könnte. Ja, kann ich aber nicht, weil ich nicht so aus der Branche komme. Ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich sag mal so Stichwort Helmut Dietl und Konsorten. Dieter Wedel ist noch nicht so lange her. Ja, ist auch noch nicht so lange her. Harvey Weinstein international. Exakt. Kevin Spacey. Also ich erkenne ein Muster. Mhm. Ja, und das Attraktivste daran war bisher noch Til Schweiger. Also Männer in Bademäntel und Hotelzimmer sind ein Ding in der Filmbranche. Also was ja Til Schweiger jetzt nicht vorgeworfen wird, ist ja quasi sexuelle Belästigung und so weiter. Das ja gar nicht, sondern ihm wird vorgeworfen, dass er die Arbeitsatmosphäre für seine Mitarbeiter in den letzten Jahren ziemlich zur Hölle gemacht hat. Und natürlich der massive Vorwurf, der tatsächlich seit heute sogar bestätigt ist, ist, dass er auf dem Set von Manta Manta 2 einen Mitarbeiter geschlagen hat. Mhm. So, und das ist heute tatsächlich offiziell auch von Konstantin Film bestätigt worden, dass das passiert ist und sie dem nachgehen. Aber Konstantin hat doch letzte Woche gesagt, es war überwiegend alles überdurchschnittlich so, gut. Was genau. Eine geile Formulierung ist. Überwiegend, also, überdurchschnittlich, meistens ja. Ganz gut gewesen. Einige der Vorwürfe sind nicht wahr. Ja, das bedeutet aber, einige sind wahr im Umkehrschluss. Also, hallo. Mhm. Konstantin Film hat sich... absolut nicht mit Ruhm bekleckert in dieser ganzen Affäre. Absolut nicht. Warner Brothers jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich, die nämlich einfach gesagt haben, ja, wir arbeiten ja nicht mal mit ihm zusammen, dementsprechend tangiert uns das nicht. Mhm. Auch nicht unbedingt clever. Aber Konstantin Film hat ja erstmal alles von sich gewiesen, hat gesagt, nö, das ist so, das stimmt so nicht. Mhm. Hat die Leute quasi als Lügner bezichtigt, um dann jetzt zurückzurudern und heute schon wieder, das lese ich gleich mal vor. Was halt bei 50 Leuten, so die eine Aussage machen, ein bisschen, also 50 Leute, die alle Schluss erzählen. Ja, das Ding ist, ich kenne einige Leute, die mit Til Schweiger gearbeitet haben. Mhm. Das ist aber schon etliche Jahre her. Und dementsprechend geht das ein bisschen d'accord mit dem, was Nora Tschirner gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast. Ja, habe ich gesehen, ja. Was sie gesagt hat, das geht so ein bisschen, sie wurde ja hinterher auch angefeindet dafür, dass, ja, du hast doch auch mit ihm zusammengearbeitet und jetzt fällst du ihm in den Rücken. Gut, jeder fängt ja mal an, weiß ja vorher nicht. Sie hat da ganz korrekt dazu, oder was heißt ganz korrekt, sie hat da dazu gesagt, dass sie bei den Filmen, mit denen sie gearbeitet hat, hat sie einen anderen Til Schweiger erlebt. Okay. So. Und das ist nach dem, was ich... die Geschichten, die ich kenne über Sets von Til Schweiger, kann ich das nur bestätigen. Weil die Leute, die ich kenne, die mit ihm gearbeitet haben, haben gerne mit ihm gearbeitet, haben sich an seinen Sets wohlgefühlt, haben gesagt, der ist auch so, wie er eigentlich auf Kamera wirkt, das ist ein prolliger Kumpeltyp. Mhm. So, ja, der ist auch ein bisschen arrogant und so, aber ansonsten ist das ein prolliger Typ und das ist ein Arbeitstier, der brennt für seine Filme. Ja. Und das würde ein bisschen d'accord gehen mit dem, was Nora Tschirner gesagt hat. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, was jetzt offensichtlich ist, er hat ein Alkoholproblem. Und das hat sich erst in den letzten Jahren wohl so massiv entwickelt und dementsprechend ist wohl seine Set-Atmosphäre in den letzten Jahren so massiv gekippt aufgrund dieses Alkoholproblems. Und er ist jetzt nicht der Erste, von dem man Geschichten hört, dass sie mit Alkohol ein völlig anderer Mensch sind. Mhm.
Von daher würde mich das nicht wundern. Und dementsprechend, ja, fände ich jetzt den Ansatz zum Beispiel verkehrt. Irgendwie, oh, Til Schweiger muss gecancelt werden und was für ein Arschloch. Ne? Ich gucke mir keine Til Schweiger-Filme an, weil ich die doof finde, davon mal abgesehen. Aber ich fand schon immer, Til Schweiger hat sich in gewisser Weise Respekt für das verdient, was er erreicht hat. Weil er hat sich einen Status mit harter Arbeit erarbeitet, auf den man eigentlich nur neidisch sein kann. Ob man die Filme jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also ich habe durchaus Respekt vor dem Geschäftsmodell. Genau. Von mir auch nicht. Also wirklich nur vor dem, die hohe Kunst, die Filmförderung Bayern und Berlin-Brandenburg wirklich bis aufs Letzte auszunehmen. Ja. Bist du einmal drin, bist du immer wieder drin. Für Filme. Also das hat halt. Aber das hat halt mein Verständnis einer Filmförderung irgendwie ad absurdum geführt. Absolut, aber das ist ja kein Problem von Til Schweiger, das ist ein Problem der Filmförderung. Ja, er hat das System erkannt, ne? Ja, nutzt es aus. Das Punkt. Ganze, deswegen sage ich ja, davor habe ich Respekt. Das also, ganze Filmfördersystem ist absurd. Absolut. Aber er ist halt auch jemand, der eigentlich permanent arbeitet. Und jetzt hast du natürlich als Til Schweiger auch das Problem, dass du in einer enormen Drucksituation ausgesetzt bist. Weil du hast ja nicht Til Schweiger den Mann, sondern Til Schweiger ist eine Marke. Mhm. Und dementsprechend arbeiten ganz viele Leute für die Marke Til Schweiger. Und der Mann Til Schweiger ist für die Marke verantwortlich, damit diese Marke weiterhin genügend Geld abwirft für seine Mitarbeiter. Der hat ja eine soziale Verantwortung. Und von dem, was ich über Til Schweiger gehört habe, nimmt er diese soziale Verantwortung durchaus ernst für seine Mitarbeiter. Und ist auch durchaus großzügig. Dementsprechend hat er natürlich eine Verantwortung, Erfolg haben zu müssen. Und abliefern zu müssen, auch in regelmäßigen Abständen. Und jetzt hat er natürlich zum einen kriegt er permanent auf die Fresse für die Qualität, die er abliefert, von ernstzunehmenden Medien. Zum anderen hat er das Problem. Und da würde mich nicht wundern, wenn da ein bisschen die Wurzel allen Übels liegt. Ich glaube, ein großes Problem ist ein gigantischer Flop in Hollywood mit dem Remake von Honig im Kopf. Mhm. Würde mich nicht wundern, weil das ist ja wirklich gigantisch gefloppt. Er hat den selber gedreht, auch mit einer tollen Besetzung, mit Nick Nolte und ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war und der Film ist unfassbar gefloppt. Und nachdem der ja in Deutschland so ein Riesenerfolg war und man davon ausgegangen ist, der wird auch international erfolgreich sein und so weiter. Und das muss ich jetzt ehrlich sagen. Kommt plötzlich sowas raus. Und ich glaube, er hat dabei gemerkt, dass er mit seiner Arbeitsweise in Amerika nicht funktioniert. Mhm. Weil Til Schweiger hat wirklich eine Arbeitsweise, der bringt halt ganz viel Kreativität damit und ganz viele Ideen und dann wird halt auch mal so ein 11 bis 14 Stunden Arbeitstag draus. Was nicht zulässig ist, was nicht funktioniert. In Deutschland wird das aber gemacht. Die Arbeitsbedingungen an Filmsets in Deutschland sind für den Arsch. Und da hast du öfters mal dann 15 Stunden, die du am Stück arbeitest ohne Pause, dann fällst du so gut wie um und am nächsten Tag geht's nach 6 Stunden wieder los. Das ist echt unschön. Habe ich selber auch schon mitgemacht. Klingt nach einer durchschnittlichen Convention. So. Ja, aber bei der Convention bist du freiwillig. So, ne? beim Dreh ist so scheiße, damit musst du dein Lebensunterhalt also, verdienen. Ihr lasst euch alle freiwillig ausbeuten. Wenn ihr auch nur 1 Euro dafür kriegen würdet oder Mindestlohn, hättet ihr auch Arbeitszeiten und Pausen. Tja. Vielleicht auch weggewerkt. Naja, auf jeden Fall, ne, Til Schweiger geht jetzt mit dem, wie er hier in Deutschland arbeitet, in die USA. Mhm. In den USA funktioniert das Filmbusiness ja anders. Da ist ja alles gewerkschaftlich geregelt. Ja, also, siehst du jetzt gerade mit dem Writer's Strike. Ja, genau. So, ne, da kannst du nicht sagen, ach, wir drehen jetzt mal noch, ich habe eine Idee, lass uns noch 2 Stunden weitermachen. Also, nö, hier gewerkschaftlich, das Feierabend, tschüss. Dann gehen die. Dementsprechend ist der mit seiner Arbeitsweise vor die Wand gerannt und dann auch noch gefloppt. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich bei ihm ein bisschen was getriggert hat und dass er sich diesen Misserfolg ein bisschen wegsäuft. Du. Vermutung, rein Vermutung. Kann gut und ich hoffe einfach, dass das jetzt ein Warnschuss für ihn ist und er dafür sorgt, dass er die nötige Hilfe kriegt. Das wäre nämlich wichtig. Kann gut sein, wobei ich halt dann auf der anderen Seite mich frage, ist das dann nicht auch schon ein bisschen Hybris, halt zu glauben Honig im Kopf, ne? Ganz ehrlich, ich kenne ihn nur vom Trailer. Ich fand ihn furchtbar. Also ich habe ihn nicht komplett gesehen, sondern ich habe angefangen, ihn zu gucken, ich habe ihn nicht ertragen. Ja, ich glaube, er lebt halt vielleicht irgendwie so ein bisschen davon, dass halt Emma Schweiger ganz schnuckelig als kleines Kind so rüberkommt und Dieter Hallervorden halt viele Menschen mögen. So. Ja. So irgendwie so eine Mischung, ne? Und dann hast du halt noch so eine Tragikomödie. Das ist, also ich habe das immer so wahrgenommen, es hätte halt auch Sonntag im ZDF laufen können, nach Rosemunter Pilcher oder ich habe, glaube ich, 5 Minuten von dem Film ertragen, das heißt, weil er absolut zerschnitten ist. Das ist furchtbar. Das heißt, die Analogie, aber dann zu glauben, dass das jetzt in den USA funktioniert, ist halt schon so ein bisschen. Also wie gesagt, das Ding ist, hinterher bist du immer schlauer, ne? Ja. Aber ich glaube, hätte man mir das gepitcht, hätte ich nicht unbedingt gesagt, das ist die beste Idee ever. Also glaube ich jetzt mal nicht, ne? No. Aber wie gesagt, ich stecke auch nicht drin. Kann auch sein, dass er gesagt hat, so, ey, das.
Ich meine, ich habe, als er noch keine, als er nur mitgespielt hat, waren die Filme ja auch ganz witzig. Ich habe letztens habe ich auf Netflix nochmal geguckt, da habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, Der bewegte Mann. Den habe ich schon damals doof gefunden. Ich weiß nicht warum. Ja. Also ich fand ich den damals, als er rauskam, also, fand ich den doof. Das Interessante war eigentlich, dass ich fand den noch leidlich komisch, also weiß Gott nicht mehr so, als du den im Kino gesehen hast, dann auf Videonummer oder im Fernsehen oder so. Aber er hat in Stellen durchaus noch funktioniert. Eigentlich kannte ich mehr oder weniger noch auswendig, weil ich habe das Comic auch ein paar Mal gelesen. Allerdings war interessant, wie der dann im Hinblick auf die ganze LGBTQ Queer Community, was man ja damals noch gar nicht hatte, diese Worte, da ist er schlecht gealtert. Mhm. Und das, obwohl er eigentlich ja für seine Zeit schon ein sehr, also man hat ihn damals als sehr positiv wahrgenommen. Absolut. Heute würdest du aber sagen, boah, da sind ja nur Klischeeschwuchteln, keine Ahnung was, ja. Also da sind wir dann doch nochmal eine ganze Ecke weiter. Seitdem wird es den heute so nicht mehr, aber ich glaube, nicht mehr machen. Ich glaube, genau dieses Klischeeschwuchtelzeug, das war das, was mir diesen Film damals unerträglich gemacht hat. Okay. Weil ich bin schon damals mit dieser Form von Humor nicht klargekommen. So, weil das kann man aus dem Fernsehen, ja, von den ganzen Talkshows und so. Ja, das war jetzt so, aber auch nicht nur, das ist jetzt so, es hat sich ja jetzt nicht dezidiert. Also natürlich hat es ein bisschen, hat sie schon so ein bisschen lächerlich gemacht, aber jetzt aber nicht so ganz krass. Also da gibt es natürlich viel ganz andere Beispiele. Mhm. Ne? Von daher war das schon eine, in Anführungszeichen, Zeit für die damalige Zeit sehr moderne und sehr fortschrittliche Darstellung queerer Community. Dass es überhaupt positiv dargestellt wurde. Das war positiv. Genau, das ist grundsätzlich positiv. Aber das würdest du heute er ist weiß Gott nicht so schlecht gealtert wie jetzt der Otto-Film, ja, den du wahrscheinlich Den Otto-Film habe ich im Kino gesehen, in der DDR. Ich habe auch E.T. im Kino gesehen in der DDR. Echt? Ja. So. Abgefilmte Kopie? Nee, echt. Aber halt irgendwie, ich glaube, 5 Jahre, nachdem er bei euch lief. Also, ja. Das war dann immer so 4-5 Jahre, nachdem es bei euch lief, lief es dann in der DDR, wenn es abgesegnet wurde. Ich hab Otto, der Film, im Kino gesehen, sogar 2 oder 3 Mal. Mhm. Und E.T. habe ich im Kino gesehen, oder das ist nicht alles. Ja. Immer diese Vorurteile. Mhm. Echt. Aber Otto, der Film, ist wirklich... Und ich weiß noch, die ganze Family von mir, wir saßen damals im Kino und ich hatte Otto-Schallplatten und mein Bruder hatte Otto-Schallplatten. Und Otto war einfach in den 80ern der lustigste Typ und jeder fand ihn lustig. Ja. So. Und heute fragt man sich, warum. Und der Film, der war ja der erfolgreichste Film ever. Ja. Also zumindest eine ganze Weile lang. Und ich weiß noch, wir haben uns beömmelt vor Lachen. Die ganze Familie hat sich beömmelt vor Lachen. Und der kam irgendwann vor 1,5, 2 Jahren, habe ich den mal durch Zufall auf Kabel 1 beim Durchsappen gesehen. Der geht halt gar nicht mehr. Mhm. Also der funktioniert wirklich auf keinem einzigen Level mehr. Das Einzige, was für mich heute noch funktioniert, ist Harald. Schlaf ein. Mhm. Aber ist, glaube ich, der zweite Teil. Mhm, der zweite Teil. Mhm. Ja. Der funktioniert auf keinem einzigen Level mehr. Hast du Catweasel mit Otto gesehen? Nee. Ich ja. Nie wieder. Also ich habe den Trailer gesehen und oh Gott. Kennst du das Original Catweasel? Ja, klar. Okay. Ja, klar, was frage ich. Ich habe das tatsächlich erst 2003 oder so, habe ich das gesehen, als es auf WDR mal wiederholt wurde. Ganz nett. Ich weiß nicht, ob es heute noch funktioniert. Als Kind fand ich es geil. Ja, oh, das ist auch heute noch in Ordnung. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Der Doktor und das liebe Vieh und so. Kann man auch heute noch gucken. Genau. Ist nett. Mhm. So. Catweasel mit Otto ist okay. Okay. Ich habe mehr Catwalkes erwartet, als es tatsächlich ist. Es ist weniger Catwalkes als erwartet. Es ist immer noch Otto. Aber es ist tatsächlich, also man kann den sich angucken. Es tat nicht so weh, wie ich erwartet habe. Okay. War so, für die 1,5 Stunden war ich eigentlich ganz gut unterhalten. Ja. Aber ansonsten gebe ich dir mit Otto völlig recht. Ich finde Otto heute auch. Gehen Sie zum Beispiel zum Jürgen von der Lippe, da ärmel ich mich heute noch weg. Ja. Finde ich heute noch großartig. Auch die alten Sachen. Richtig. Und ich überlege gerade, ich wollte jetzt gerade sagen, Otto hat sich auch nicht weiterentwickelt. Jürgen von der Lippe aber halt auch nicht. Ja. Was mein Argument irgendwie so ein bisschen absurd führt. Aber naja, sagen wir es mal so schon. Die Inhalte von Jürgen von der Lippe, also er macht halt Gitarre und Stand-up oder so, heute nennt man Stand-up. Das Problem bei Otto ist, dass er halt immer noch, und ich kann jetzt zumindest für den letzten Auftritt, den ich mal von ihm live gesehen habe, da hatte ich Freikarten, das war so vor 10 Jahren. Ja.
Und das, und ich hatte noch die Kinder, die Schallplatten halt im Ohr. Und er macht halt immer noch die Hänsel- und Gretel-Nummer. Mhm. Ja. Er, und hat so 4, 5 Nummern, die halt immer noch bringt. Einen habe ich noch. Und ich so, echt jetzt? Really jetzt? Du machst immer noch die Hänsel- und Gretel-Nummer, mit, nur halt jetzt mit anderen Songs? Ja, aber das ist doch, Mike Krüger ist doch dasselbe. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Na, Mike Krüger ist halt auch immer noch mit dem Bagger und so weiter. Ja, ist auch, das so? Ja. Das ist, so ein paar Leute haben halt einfach, das, ja, ruhen sich ein bisschen auf dem aus, was sie mal gemacht haben. Aber ja. Wir sind schon wieder voll mittendrin. Ne? Wir hatten eigentlich ganz andere Themen. Wir waren eigentlich bei Til Schweiger. Aber von Til Schweiger zu Otto und zu Jürgen von der Lippe. Aber dann, wo du doch so im Showbusiness bist. Ja. Naja, mehr oder weniger. Also was ich ja auch nie so, aber das sind halt immer, ich will ja hier nicht altklug wirken oder so, ich sage immer meine Gedanken. Was ich ja auch nie, aber ist auch eine Naturellfrage natürlich, aber was ich auch nie verstehen kann, ist, wie Künstler, erfolgreiche Künstler, darüber zerbrechen können, dass sie halt nur für eine Sache berühmt sind oder so. Mhm. Ja, so Roy Black, ja, mhm, oder Rex Gildo. Mhm. Wenn die haben einen Arsch voll Kohle verdient, ja, gut, viele haben es auch wieder ausgegeben, okay, ja. Da zitiere ich halt immer Peter Schilling. Peter Schilling hatte mit Major Tom auch nur diesen einen Hit. Ja. Aber den habe ich mal in einem Interview gesehen vor ein paar Jahren. Da sagte er, hey, ich finde das total geil. Das finanziert mir meinen guten Lebensstil. Ich paraphrasiere das jetzt, ich mache halt zweimal im Monat eine Möbelhauseröffnung. Mhm. Da kriege ich 20.000 Euro für. Ich wohne in einer geilen Bude in München. Also richtig gemacht. Ja, hättest du aber Interviews gerade mit Peter Schilling vor 15 Jahren. Ja. Da hat er darüber geflucht. Ah, okay. Weil er ein ernstzunehmender Musiker war, der auch ganz viele andere Sachen gemacht hat und so. Also das hat sich auch erst dahin entwickelt. Aber schafft es nicht für mich dann die Freiheit, dass ich dann eben sagen kann, cool, ich verdiene halt mit dem Weihnachtslied meine Kohle und nebenher spiele ich Jazz in dem kleinen Club und mache etwas. Es schafft mir doch eigentlich die Freiheit zu tun, was ich als Künstler tun will. Das hängt ja ein bisschen davon ab, was du für ein Typ bist. Wenn jetzt zum Beispiel, nimm den Wolfgang Barrow, der spielt seit Beginn, spielt er den Jo Gerner in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, den Bösewicht. Mhm. Der ist ja von Anfang an dabei. Mhm. Das ist privat ein total netter Kerl. Mhm. Und er sagt, ja, ich spiele das, brauche ich nicht mehr für üben, das ist einfach so, zack, damit verdiene ich mein Geld und der macht damit seine eigenen kleinen Theaterabende und finanziert das damit. Der ist damit auch sehr glücklich und fertig. Damit musst du dich aber auch hinentwickeln. Und jetzt hast du ja das Problem als Kreativer, zum einen ist immer der Gedanke, scheiße, die Arbeit, die ich gerade gemacht habe, könnte die letzte gewesen sein. Was ist, wenn ich nie wieder irgendwie eine Idee habe, wenn ich nie wieder irgendwie die Chance habe, mich kreativ zu veräußern, weil es niemand mehr sehen will und so weiter. Das ist ein ganz furchtbarer Gedanke. Ne? Den hatte ich jetzt just aktuell vor 3 Wochen, als ich Premiere hatte. Dann war es ja wieder eine Premiere, alle Leute sind glücklich, zufrieden, sagen, hey, toll, klopfen dir auf die Schulter und du sagst selber, jo, schön. Und dann ist er der, ja, scheiße, was ist, wenn das jetzt die letzte Arbeit war? Okay. Ganz, ganz bescheuerter Gedanke, weil du dir ja deine Arbeit quasi, du bist ja auch immer darauf angewiesen, dass Leute das weiter sehen wollen und dir eine Chance geben und weitermachen. Das heißt also, dieser Gedanke ist irgendwo immer mit dabei. Und dann willst du nicht immer mit der einen Sache, die du gemacht hast, verglichen werden. Du willst nicht immer auf das eine zurückgeführt werden. Ne? Es ist so, es gibt auch heute noch Leute, die haben mittlerweile das war jetzt meine 22. Inszenierung. Und es gibt Leute, die haben, was weiß ich, 15 von meinen Inszenierungen gesehen. Und die kommen dann und sagen, Mensch, aber ne, ich weiß noch das und das, das war ganz toll. Ja. Das nervt, das interessiert mich nicht mehr, das ist Schnee von gestern. Okay. Was interessiert mich, ob jemand meine Omel-Inszenierung von 2013 ganz sensationell fand und besser fand als meine Inszenierung dann von 2016? Das juckt mich nicht mehr. Mhm. Ich habe das irgendwie hinter mir gelassen, vergleiche mich nicht damit, sondern ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich finde vielleicht tatsächlich meine Omel-Inszenierung von 2013 heute selber so bäh, weil ich heute sage, würde ich heute ganz, ganz anders machen. Ja. Und wenn du immer nur darauf reduziert wirst, auf das, was du vor 20 Jahren gemacht hast, dann wirst du ja auch immer auf den Menschen, der du vor 20 Jahren warst, reduziert. Ja, und das ist irgendwie nur ein bisschen nervig. Okay, ja, jetzt bin ich ja nicht so in dem künstlerischen Ding verhaftet, von daher gucke ich nicht. Mein Danke ist daher halt eher so ein monetärer. Wenn mir das Urmel-Ding den Kühlschrank voll macht für die nächsten 30 Jahre, drauf geschissen, ob ich nochmal irgendwas anderes habe. Ja. Also wäre halt so jetzt so meine Denke ohne, also ich verstehe diesen Ehrgeizanspruch, den verstehe ich schon, aber auf der anderen Seite wäre es doch eigentlich, also wenn wir jetzt gerade von denen reden, die halt so das klassische One-Hit-Wonder waren. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich mir von der Fee was wünschen würde, würde ich sagen, ich wäre gerne der Komponist von Last Christmas. Tja.
weil das ist, also du kriegst permanent Kohle jedes Jahr. Dich kennt keine Sau. Das heißt, du kannst einkaufen gehen im George Michael. Was? Okay, was, George Michael? Ja, natürlich. Okay, gut. Dann halt, okay, dann halt. Schlechtes Beispiel. Schlechtes Beispiel. Lou Bega. Wer erkennt heute noch Lou Bega mit Mambo Number 5? Wer weiß heute noch, wer wie. Ja, und das war schon gesampled, das war auch schon blöd. Du brauchst definitiv einen Song, der nicht groß ist. Lou Bega hat damit unfassbar viel Kohle verdient, heute noch. Gereicht? Ja, Lou Bega ist steinreich damit. Ja. Okay, er lebt heute noch von Mambo Number 5. Okay, gut. Also. Oder nimm die beiden, die hier Macarena. Ja, am besten, du schreibst so einen Song, dann hast du immer am meisten von. So, je nachdem. Also so einen Song schreiben und fertig. Und dann habe ich doch die, also würde ich mir halt denken, dann habe ich doch die finanzielle Freiheit oder die wirtschaftliche Freiheit, dann zu tun, was ich will. Und dann kann ich in dem kleinen Jazzclub auftreten, dann kann ich mein kleines Theaterstück machen und ob dann da 100 Leute kommen oder 10 Leute kommen, kann mir bumsen egal sein, weil ich muss es nicht machen, um den Kühlschrank voll zu machen und dann kann ich auch das Ding inszenieren, so wie ich will, weil ich keinem Studio irgendwie pleasen muss. Ja. Das ist doch eigentlich die Traumsituation, hätte ich gedacht. Ja und nein. Also in gewisser Weise ganz blöd. Genau, hier, ganz kurz im Chat, wenn waren George Michael, Andrew Wrigley, dann nehme ich den Andrew Ridgeley, den kennt keiner, den weiß keiner, wie der aussieht. Nee, das Ding ist aber Last Christmas, um das zu ändern, Last Christmas hat wirklich nur George Michael Geld mit verdient. Okay. Und sonst niemand, oder auch heute verdienen nach wie vor nur die Erben von George Michael mit Last Christmas, weil George Michael diesen Song komplett selber geschrieben hat und sämtliche Instrumente davon selber eingespielt hat. Ja, es war ein Wham-Titel, aber George Michael hat alles alleine gemacht, konnte das nachweisen und ist damit der alleinige Rechteinhaber und der alleinige... Okay, aber die ganzen, du weißt, was im Prinzip ich meine. Ich weiß. Ja. Du hast gerade ansetzen, warum das doch nicht so toll ist. Also ich persönlich fände das ja auch. Ne? Ich würde auch sagen, mein Gott, wenn ich jetzt einmal einen Song habe und der macht mich mein Leben lang reich, würde ich jetzt auch erstmal denken, ja, was kann mir denn Besseres passieren? Das Ding ist aber halt wirklich, dass du einfach auf diese eine Sache reduziert wirst. Mhm. Und das willst du nicht. Du willst nicht auf einen einzigen Punkt, den du in deinem Leben erreicht hast, reduziert werden. Weil, ne, dann kannst du, natürlich machst du dann deine eigenen Sachen und sagst immer, ach, ist das toll, aber du wirst trotzdem, du wirst immer Jo Gerner sein. Egal, ne, du spielst doch vielleicht den Hamlet deines Lebens, den größten Hamlet ever. Und die Leute kommen und sagen, Mensch, hat der Jo Gerner, der hat ja auch so ein Hamlet, hat der Jo Gerner, ne? Wahnsinn. Und du bist immer noch Jo Gerner. Und ich ist irgendwie dann doch frustrierend. Okay, ja, also ich kann schon verstehen. Und jetzt kommt ja, und dann, genau, dann kommt noch ein Gedanke dazu, der ja bei vielen von uns, ich sag mal in Anführungsstrichen Künstlern, ich hasse Kunst und Künstlerbegriff abgrundtief, ich verweigere mich dem immer. Aber um das jetzt mal zu benutzen, der bei ganz vielen von uns drin ist. Ja gut, du musst hier unterscheiden vom Dilettanten. Also wir haben ja leider ganz häufig relativ wenig Sinn für Finanzen. Und relativ wenig Sinn für Geld. Deswegen kann man euch so leicht betrügen als Manager. Deswegen kann man uns so leicht betrügen und deswegen hast du halt auch, deswegen machen wir so vieles so unfassbar billig. Es ist ja so. Weil wir einfach keinen Sinn, ne? Also wenn ich teilweise, Beispiel. Mhm. Ich habe jetzt über Krimi-Dinner ganz, ganz viel auch Castings mitgemacht und so weiter, also ganz, ganz viele Leute gecastet. Wir hatten ein Vorsprechen von einer jungen Dame aus Berlin. Mhm. Berlin ist ja nun mal so, dass es sowieso das Mekka für Schauspieler und Schauspielerinnen, die es gerne sein wollen. Mhm. Jeder zweite ist arbeitsloser Schauspieler, Schauspielerin, jeder dritte ist arbeitsloser Regisseur in Berlin. Und alle hoffen sie, dass sie in Berlin entdeckt werden. Diese junge Dame auch, ging also auch nach ihrem Studium dann zack nach Berlin, um dort entdeckt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. So. Also ne, falls hier angehende Schauspielerinnen, Schauspieler zuhören, geht nicht nach Berlin, das ist überrannt. Geht woanders hin, geht ins Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat eine echt lebendige Theaterszene, wo man noch was erreichen kann. Darf ich wo noch nicht alle Plätze bevor, sind. Bevor du das kannst, ich schreibe mir das mal auf, Kathrin, weil ich will ganz kurz hier einhaken. Ja. Wie wird man denn entdeckt? Also habe ich eine reelle... Pures Glück. Also, rechten Zeit am rechten Ort. Muss ich dann drauf hoffen, dass... Also ich spiele dann den Hamlet im Schauspielhaus Bochum. Ja. Was ja dann durchaus dann, schon, dann, was ja dann, durchaus dann, schon renoviert. Ich wollte gerade sagen, das wär, ist, so, dann habe ich schon entdeckt. Dann habe ich schon renoviertes Haus. Okay, dann sagen wir mal, ich spiele den Hamlet auf einer Wanderbühne in Bad Pyrmont. Ja. So, wie groß ist meine Chance, dass da irgendeiner hockt, der dann sagt, den rufe ich mal an? Dann die Chance ist klein. Mhm. Du brauchst mehrfach Glück. Du brauchst entweder das Glück, dass da irgendein Intendant oder Dramaturg zuguckt, der an einem größeren Theater beschäftigt ist und dann sagt, verdammt, der wäre genau der Richtige für mein Ensemble und mich reinholt ins Ensemble.
Oder da ist ein Regisseur, der sagt, verdammt nochmal, wäre für meine Inszenierung dort und dort echt super, hätte ich gerne dabei, oder für meinen Film, ganz super. Der Regisseur ist aber selber nochmal im Abhängigkeitsverhältnis vom Intendanten oder Produzenten und muss es da noch durchsetzen. Mhm. Und dementsprechend bist du halt, als Schauspieler bist du immer das unterste Rad. Du bist ganz vielen Machtstrukturen ausgeliefert als Schauspieler. Als Regisseur hast du nur noch eine Stufe über dir, als Schauspieler hast du Regisseur und Dingens über dir. Also das sind ganz, ganz viele Machtstrukturen, die da aufeinander bröckeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, ist eh gering und es gibt viel zu viele Schauspieler für viel zu wenige Posten. Mhm. Und dann hast du ja eh das Problem, dass du zum Beispiel in deutschen Filmen siehst du ja ständig dieselben Leute, weil ja auch alle Leute immer nur dieselben Leute sehen wollen. Ist das so? Hat das mal jemand empirisch erhoben oder nimmt irgendein Produzent an, es wäre so? Also du kannst es tatsächlich überprüfen anhand von Einschaltquoten, okay. wenn da kein bekanntes Gesicht mitspielt. Das heißt, dann sind oft geringere Einschaltquoten. Das heißt also, es geht nicht um die Rosamunde Pilcher oder um den Tatort, sondern es geht um den Kommissar oder die Tante, die in Rosamunde Pilcher jetzt die Lady Hau mich tot spielt. Genau. Scheiße. So. Also du kannst es wirklich überprüfen, das ist ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, und das gilt genauso für neue Schauspielgesichter. Wenn da nicht schon irgendwie jemand groß gehypt wurde und durch die Presse ging, dann den kennt man ja nicht, also guckt man es nicht. Mit Theaterstücken auch, wie viele Leute gucken sich wirklich neue Stücke an von neuen Autoren, oder wie sehr achtet man nicht darauf, dass man, ach, das ist ja kein Shakespeare, das ist ja kein Goethe, gehe ich mir nicht angucken. Ja, aber das würde ich dir, das würde ich mir jetzt etwas anders erklären. Mhm. Oder zumindest ein Aspekt ist, dass einem in, also zum Beispiel habe ich ja überhaupt, also ich habe 0,0 Zugang zu zeitgenössischer Musik. Mhm, ich auch nicht. Also brauche ich mich auch ehrlich gesagt, also wundert es mich auch nicht, dass da keine Sau hingeht. Mhm. Wir haben letztes Mal schon, mit einem Bekannten drüber gesprochen, und wir hatten eigentlich so, ich fand das ein ganz gutes Beispiel, weil ich mir immer so vorstelle, wer setzt sich Mittwochabends 23 Uhr Deutschlandfunk Kultur mit einer Tasse Tee auf sein Sofa und denkt sich, ach, jetzt eine Runde Alban Berg wäre aber ganz nett, ja, und zieht sich dann so ein 12-Ton-Musikding rein. Das frage ich mich auch. So, und ein Bekannter von mir hat es auf eine gute, oder wir haben so gemeinsam das Bild entwickelt, dass diese Art von Musik ist halt einfach wie expressionistische Malerei. Mhm. Also es ist halt ein Kunstwerk, mhm. ja, weil die machen in ihrer Chorgeschichte, machen die gerade so ein 12-Ton-Stück oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gemeint, sie kamen nicht zum Üben, und zwar alles ganz, ganz kurzfristig. So merkt doch eh keiner, wenn ihr schief sind. Das Stück kennt keiner, das klingt eh schief, ihr könnt das singen, wie ihr wollt. Ja. Und darauf sind wir irgendwie gekommen, dass halt diese zeitgenössische Musik ist halt wie ein exhibitionistisches Bild, das wäre bestimmt auch sehr schön, ja, sondern ein expressionistisches Bild, dankeschön, und so weiter. Nur der Unterschied zum Bild ist halt, das gucke ich mir an, es sagt mir was oder sagt mir nichts, und dann gehe ich weiter. Mhm. In der Oper muss ich halt 3 Stunden hocken. Ja, ich hab 2 moderne Opern in meinem Leben mir angeguckt. Ja. Die Zeit kriege ich nie wieder. Wir haben sie liebevoll, ich hab damals für die Rot-Trinale gearbeitet, wir haben sie liebevoll die Klingonen-Oper genannt. Ja, genau. So stellt man sich eine Oper, ja, der Klingonen, exakt, vor. So ist eine Klingonen-Oper. So. Du warst aber beim Casting, das junge Mädel aus Berlin hat beim Casting. Warum habe ich davon erzählt? Ich glaube, Chancen. Irgendwie, ja, genau, richtig. Ja. Achso, nee, genau, ich bin darauf gekommen, weil wir machen ja alles immer viel zu billig. Ja, genau. So, diese junge Schauspielerin aus Berlin, die hat zu dem Zeitpunkt in einem Stück mitgespielt, keine Ahnung mehr, wie es hieß, und keine Ahnung mehr, auf jeden Fall so ein kleines Pisseltheater, so ein kleines Eberhoftheater, und bekam eine Abendgage von 50 Euro. Mhm. Proben werden nicht bezahlt, das ist grundsätzlich im Off-Theater, Proben werden nicht bezahlt, meistens musst du noch deine Anfahrt selber zahlen. Kleiner freier Theater, da kriegst du ganz selten Probengage, weil die können sich nicht leisten. Okay. Muss man auch sagen, ist schwierig, ja, weil ja. Ne, du hast das subventionierte Theatersystem, das sind die großen Stadttheater und ein paar der freien Theater oder der kleinen haben ein paar Subventionen ansonsten. Wenn ich in so ein kleines Varieté gehe und mir da so ein kleines Boulevard-Theaterstück angucke, ja. Dann kriege ich die 50 Euro? Nein. Ach so. Das ist von Theater zu Theater unterschiedlich. Okay. Das ist von Theater zu Theater unterschiedlich. Aber also ich weiß von einigen Theatern hier im Ruhrgebiet, da kriegst du so eine Abendgage von 150, 170 Euro. Okay, aber ich spiele auch jeden Abend. Nee, du spielst dann so 3-mal im Monat. Du spielst dann auch andere Stücke. Okay. Hast halt dein restliches Einkommen, holst du dir woanders. Ja, gut, Uber halt, okay. Ja. Es ist. Nicht einmal das funktioniert, weil heute jeder Uber fahren kann. Sich mit Schauspiel und Kultur das Leben zu finanzieren, ist echt schwer. Ist wirklich schwer.
Okay, also die Dame war dann bei dir beim Casting, genau, hat so, die Chance gegeben. Die hat vorgeschlagen, sie war auch okay. Ich weiß gar nicht mehr, warum das damals nicht geklappt hat. Aber auf jeden Fall, sie erzählte uns, ne, eigentlich bekommt man an diesem Theater 30 Euro für eine Show, die man spielt. Mhm. Das ist nicht, das ist ein trockener Furz, wo wir schon sagten, sorry, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Warum bekam sie 50? Sie hatte einen oben ohne Auftritt. Da haben wir waren drei Leute beim Casting, eine Dame und zwei Herren. Wir beiden Herren haben, vielleicht gilt das auch schon als sexistisch, aber wir haben ihr gesagt, pass auf, Mädel, dann geh lieber an einem Stripschuppen arbeiten, dann nimmst du aber pro Stunde mehr ein als 50 Euro. Und zwar locker. Ja, vielleicht ist das sexistisch gewesen, aber man muss da einfach ehrlich sein, weil ich hab ihr da auch ganz ehrlich gesagt, pass auf, ne, in diesem Theater, das kann ich dir ganz offen sagen, als Regisseur, der auch am Stadttheater arbeitet und so, die Wahrscheinlichkeit, dass dich dort ein Regisseur oder ein Produzent oder irgendjemand entdeckt, weil er in dieses Theater geht, für das du für ein Apfel und ein Ei spielst, ist gleich null. Die ist so gering, das ist ein Sechsam-Lotto, da kommst du mit Lottospielen sogar besser weg. Also, ne, und du spielst dort für eine Gage, für die du eigentlich nicht spielen darfst, weil du damit gleichzeitig den gesamten Markt effektiv kaputt machst. Und jetzt, ich hatte die Hoffnung, dass in der Corona-Zeit, ne, wir Künstler waren ja plötzlich alle irrelevant und arbeitslos. Und, hat bei euch eigentlich jemand geklatscht um neun? Wir haben uns ja für unseren Applaus hier digital dann. Wir wurden Boris digital Becker geklatscht. Hat immer geklatscht. Das war so mit das cringeste Video ever. Ne? Wie Boris Becker auf Instagram so selbst ehrlich auf die Terrasse geht und Gott, das war so schrecklich. Was Nandi da schreibt, Musikergage ist ähnlich. Ja, Musiker haben das auch ganz häufig. Ne? So, kommt doch vorbei, ihr kriegt die Getränke gratis und könnt einen Hut rumreichen und macht dafür Konzert. Aber das hast du halt leider wirklich, wirklich ganz häufig. Und das ist echt furchtbar. Und wir Künstler machen es leider mit, weil wir wollen uns veräußern. Okay. Wir wollen das zeigen, wir wollen das machen. Wir sind da irgendwie in einer ganz bescheuerten Abhängigkeit von unserem eigenen bekloppten Kopf. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich dieses Cringe-Video, genau, stellen wir mal bitte um auf das. Das geht aber auf Desktop. Das muss ich jetzt euch nochmal zeigen hier. Boris Becker klatscht. Das ist so unglaublich. Das ist genauso scheiße. Das ist genauso scheiße wie das Bild von der Frau vom Schröder, wie sie da so betend auf dem Foto da ist. Das ist unglaublich. Ja, das Bobbele halt. So, reicht, genug geklatscht. Boah, das ist echt. Egal. Also es war fantastisch. Ja, und was Nandi da auch schreibt, manchmal muss man den Gig eben annehmen, weil sonst nichts ist. Ja, leider ist das tatsächlich so. Ich hatte die Hoffnung, dass ich in der Corona-Phase, dass wir als ich prangere das seit vielen, vielen Jahren an und sage, wir dürfen uns nicht so billig machen. Ja. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass Corona vielleicht für einen Weckruf sorgt. Weil das große Problem, was wir natürlich haben, warum sind wir so billig? Es gibt in Deutschland keine klassische Künstlergewerkschaft. Es gibt keinen Zusammenhalt. Wir sind alles Einzelstreiter. Ne? Es gibt eine Orchestergewerkschaft. Orchester ist aber verdammt gut bezahlt und gut organisiert. Und wenn Orchester sagt, so, ja, wir haben jetzt aber Feierabend, dann haben die Feierabend. Dann kann der Dirigent noch so sagen, ich will aber weiter meiner Pech gehabt. Genauso Chor einer Oper. Chor ist gewerkschaftlich organisiert. Ein Chor hat es besser als ein Solist. So absurd, wie das ist an der Oper. Aber der Chor ist organisiert. Der Solist nicht. Der Solist ist, der hat NV-Solo-Vertrag. Der ist in einer gewissen Abhängigkeit. Und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich dämlich. Und dadurch, dass wir alle so egoistische Einzelstreiter sind, sind wir auch ausnutzbar. Weil dann sagt der eine, was für 3000 Euro? Das mache ich nicht. Sagt der andere, ah, ich mache es aber für 2,5. Aber jetzt niemanden. Und schon sagt der andere, ah, für 2,5, super, alles klar. Dann, Moment, dann sitze ich als Casting, als Regisseur, Produzent, was auch immer da und sage, ey, du bist eigentlich ganz cool, aber ich könnte einen haben, der ist nicht ganz so cool, aber der macht es für 500 weniger. Und dann sagst du, fuck, dann mache ich es halt auch für 500. Echt krass. Okay. Klar. Tja. Die größten Preisdrücker sind leider die Öffentlich-Rechtlichen. Okay. Da heißt es immer, wir haben leider nicht so viel Geld, wir können uns das leider nicht leisten. Ja, ihr habt doch schon alleine Geld von mir über meine 52 Euro, die ich alle 3 Monate abdrücke. Ja. Aber wie der. Nehmt auch davon ein bisschen was und bezahlt mir das zurück. Wie der ARD-Intendant da, dieser Blischke, jetzt gesagt hat, der kriegt ja 33.000 Euro im Monat. Ich will keine Neiddebatte anfangen, ganz ehrlich. Ich finde, es gibt Jobs, die haben 33.000 Euro im Monat wert. Ja, natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, für die Verantwortung, die er trägt, ist es, finde ich, nicht ungerechtfertigt. Ja? Der ist verantwortlich für Hunderttausende von
von Arbeitnehmern, wenn der in der freien Wirtschaft wäre, wird er x Millionen dafür kriegen. Also von daher. Wobei die Frage ist, ob x Millionen dafür gerecht werden. Ja, okay, also, kann man sagen. Aber von daher im Verhältnis ist es natürlich viel Geld, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ja. Aber es ist immer, er könnte auch woanders, du musst einen finden, der es macht. Und von daher finde ich es jetzt erstmal so per se jetzt erstmal nicht so verwerflich, sondern man muss auch solche Jobs dann auch entsprechend honorieren. Nur, dass du halt hinten raus dann dir Hunderttausende im Jahr als Rente halt einstreichen kannst, ja, und dass das Ding zeitlich nicht begrenzt ist und so weiter und so weiter und dass danach deine Aufsichtsratsposten halt alle sicher hast, etc. Das ist ein kritisierenswürdiges System und ich kriege das ja mit von einer Bekannten, wie die Freien geknechtet und behandelt werden und eigentlich müssen sie alle, dürfen nur 10 Tage im Monat offiziell machen, aber kriegen Jobs für 20 Tage, weil die Redaktion halt alle abgebaut werden und so weiter und trotzdem wollen sie noch mehr Geld haben und da gibt es einiges zu machen und das sind Punkte, da musst du rein, ob der jetzt mal mehr oder weniger verdient, ey, ganz ehrlich, das finde ich jetzt nicht so, aber das ist halt so ein deutsches Ding, ne? Das ist halt so ein deutsches Ding, da kann der Deutsche kann mit hohen Gehältern kann er nicht umgehen. Deutschland hat ja eh ein Neidproblem. Ich finde, Boris Becker gerade gezeigt, Boris Becker finde ich ist immer ein gutes Beispiel für das Neidproblem der Deutschen. Wir Deutschen haben ja ein großes Problem mit Leuten, die Erfolg haben. Und wir hoffen immer darauf, dass derjenige, der Erfolg hat, aber wenn der mal abstürzt, dann schön. Ja. Und dann freut man sich drüber. Hatten wir ja beim Schweiger sozusagen ja vorhin auch. Ja. Ja. Und dann wird sich drüber gefreut. Ah, jetzt hat es den auch mal erwischt. Die Filme sind immer kacke. Bin nie reingegangen. Anstatt man einfach sagt, Mensch, der hat dafür gearbeitet, der hat sich das irgendwo, egal wie scheiße ich die Filme fand, hat sich das irgendwo verdient. Fertig. Aber ich glaube, da ist auch noch so ein... Und Boris Becker hat sich seinen Erfolg, den er hatte, mit Sicherheit absolut verdient, weil ich will nicht wissen, wie viel der in seinem Leben trainiert hat, um an diese Weltspitze des Tennis zu kommen. Der hatte mit Sicherheit keine schöne Kindheit in dem Sinne, weil der nur Tennis gespielt hat. Von daher hat er sich diesen Erfolg, den er damals hatte, absolut verdient. Da bin ich vollkommen bei dir. Deswegen kann man ja aber seine weiteren Tätigkeiten ja dann trotzdem, sage ich mal, kritisieren. Und kann dann sagen, gut, das hat er jetzt alles halt nicht ganz so clever gemacht. Mhm. Ich finde es halt schon irgendwie so ein bisschen, wenn du dir halt anschaust, weil jetzt hier im Chat auch gerade das Stichwort Fußballer und so weiter fiel, das sind natürlich inzwischen Gehälter, wo man ganz ehrlich sagen muss, das ist wirklich nicht mehr gerechtfertigt. Nee. Das 22 ist, Männer rennen dem Ball hinterher und verdienen so viel wie... Das steht echt in keinem, auch im Verhältnis nicht mehr zur Show. Ja. Da finde ich es eher noch gerechtfertigt, wenn einer Formel 1 fährt, weil der kann zumindest, riskiert zumindest irgendwo sein Leben bei der ganzen Nummer für Show. Ja. Mhm. Da fände ich es dann eher noch gerechtfertigt. Aber das ist definitiv was so, da finde ich das amerikanische System immer ein bisschen besser, was einfach so Salary Caps hat und so weiter, dass da halt keiner für. Du verdienst trotzdem Arsch vor Kohle, machst du mit der Werbung dann, nicht mit dem Kicken an sich. Ja. Ne? Und ganz ehrlich, so ein Fußballer hat heutzutage jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Ja? Also die gehen halt ein bisschen trainieren und so weiter, also du kriegst den Arsch in der getragen. Naja, gut, die müssen ein sehr kontrolliertes Leben führen. Schon okay, aber ganz ehrlich, das ist ja ein fairer Deal. Erstmal musst du das nicht zeitlebens machen, sondern du kannst ja dann irgendwann mit Ende 20, Mitte 30 hörst du auf. Ja. Ja. Und mein Traumjob ist dritter Torhüter bei den Bayern. Dritter Torhüter. Keinerlei Verantwortung, trotzdem kein deutscher Meister. Genau, gewinnst alles, bist überall dabei, hast bestimmt ein okayes Gehalt, wirst ein paar Prämien kriegen und so weiter, wirst aber definitiv niemals irgendwas machen müssen. Das ist richtig. Außer es kommt dann doch der dumme Zufall. Ja, Neuer sich verletzt, der Schweizer, den sie geholt haben, dann doch nicht. Dann so ist aber nicht schlimm, weil du bist ja nur der dritte Torhüter. Und dir erwartet dann ja keiner was. Ja? Stimmt, du hast keinerlei Leistung. Dann kannst du nur, das Dumme ist, wenn du dann einem anderen Verein auffällst und dann weggekauft wirst, ja, und dann nichts gegen machen kannst, dann verkaufen sie nach Schalke oder so, ja, und dann musst du auf einmal spielen. Du wolltest nicht. Du hast dein Leben lang nur so gut gespielt, dass du für den dritten Platz bei Bayern reicht. Das wäre eine geile Idee mal für eine Tragikomödie. Das ist eine geile Comedy-Serie. Das ist eine geile Idee für eine Tragikomödie. So, ich wollte immer nur dritter Torwart. Hier war es zuerst. Ich wollte immer nur dritter Torwart bei Bayern sein. Jetzt bin ich an Schalke verkauft, weil ich im Pokal Halbfinale eingewechselt wurde. Und genau, der Elfmeter gehalten. Das ist eigentlich ein geiler Pitch. Das ist echt ein geiler Pitch. Verdammte Axt. Ja, hier, you heard it first here, ja. Wenn das rauskommt, dann seid ihr alle Zeugen, dass unsere Klage gerechtfertigt ist. Eigentlich wirklich geil. Also okay, jetzt habe ich diese Idee. An wen muss ich die jetzt pitchen? Was mache ich jetzt? Oh.
Reicht das, wenn ich das jetzt auf einen Zettel schreibe, rufe bei Konstantin an und sage, ey, ist doch gerade ein Platz frei geworden? Nein. Dann sagt Konstantin vielleicht, ist eine coole Idee und dann siehst du irgendwann deinen Film im Fernsehen, aber der hat jetzt zu tun. Was musst du da machen? Das ist echt komplex. Das lässt sich gar nicht so einfach erklären. Wenn du selber in der Lage bist, das zu schreiben, das Drehbuch, dann schreib das Drehbuch. Aber wenn du das Drehbuch in der Hand hast, dann es gibt den guten Trick, um urheberrechtlich auch dafür zu sorgen, dass du eine gewisse Sicherheit hast, dass du nachweisen kannst, hey, das ist wirklich von mir. Mhm. Schreib das auf, schicke dir selber einen Brief und öffne ihn nicht. Der hat einen Poststempel, er ist nicht geöffnet, wenn es geht, auch zugeklebt und so weiter. Er ist nicht geöffnet, er hat einen Poststempel. Dann hast du irgendwie, falls es mal zu einem Streitpunkt kommen sollte, weil du deine Idee an 20 verschiedene Produktionsfirmen gepostet hast und irgendeiner hat es geklaut, dann kannst du sagen, aber ich war zuerst da und dann hat der Richter etwas in der Hand, kann sagen, tatsächlich, hier, sie waren wirklich der Erste. Das ist nicht mal erstunken und gelogen. Das ist kein 100% sicheres Beweismittel, aber es kann einen Ausschlag geben. Es muss nicht zugelassen werden. Das ist ein Trick für kreative Sachen. Ja. Schick dir selber einen Brief und öffne ihn nicht. Wer, lieber Ted, wer müsste diesen dritten Torwart spielen? Till Schweiger. Aber Till Schweiger als so einen lustlosen Torwart, so in seinen jungen Jahren, hätte der doch super gegeben. Richtig. Der Manta Till Schweiger, der erste Manta Manta, der wäre doch ein super dritter Torwart gewesen bei Bayern. Großartig. Ja. Er ist eigentlich nur zu klein. Aber ansonsten, ich wollte doch das nie, ey. Jetzt kommt es mir jetzt echt an, ey. Scheiße, jetzt muss ich ja halten. Okay, wie heißt der Film? Wie heißt das Ding? Zwischen den Pfosten. Zwischen Vollpfosten. Zwischen Vollpfosten. Ja. Ja? Hm? Ah, nee, das kickt noch nicht so. Ja? Chat, wie soll der Film heißen? Ja? So, also, du schreibst das auf. Ich schreibe das auf, Ich schreibe das und auf. Dann musst du das pitchen. Also zum einen, du brauchst einen guten Elevator-Pitch. Was ist Elevator-Pitch? Ja, das, was wir gerade gemacht haben. Ich erzähle es in 30 Sekunden mehr. Genau. Also du musst halt in der Lage sein, mit jemandem einen Fahrstuhl zu fahren und dem derzeit das Ding so zu verkaufen, dass es ideal funktioniert. Ich bin da grottenschlecht drin. Okay. Ich hätte mich beinahe verschluckt am Gummibärchen und wäre gestorben. Moment, ich muss was trinken. Achso, apropos trinken, ich habe noch Alkohol dabei. Ja, erst wenn wir auf die Idee, auf den erfolgreichen Pitch anstoßen. So. Also, ne, du schreibst das Ding auf, du hast... Also früher hätte ich jetzt Folgendes gemacht, ich wäre nach München gefahren, in irgendein Schickimicki-Restaurant, hätte gewartet, bis Dieter Wedel da auftritt und hätte gesagt, Herr Wedel, ich hab da was. Du wärst ja gar nicht an Wedel rangekommen, vorher hätte sich dein Bodyguard dir in die Fresse geschlagen. Hätte ich einen Papierflieger gemacht und hätte sie auf den Tisch geworfen. Also. Oder ich hätte in die Garderobe, hätte die Garderobiere bestochen mit 10 Mark. Und hätte ihm das ist der Mantel vom Herrn Dietl, stecken Sie ihm das bitte mal rein. Ja, dankeschön, ja, danke. Ja. Du musst zum richtigen Zeitpunkt die Leute erwischen, kurz mit denen quatschen können und denen dann innerhalb kürzester Zeit deine Idee so pitchen können, dass sie Bock haben, weiterzuhören. Und dann musst du auch nur das Glück haben, die richtigen Leute zu treffen. Und dann musst du das Glück haben, dass das dann von den Leuten weiterverfolgt wird, dass es finanziert wird und so weiter und so fort. Also da gehört so viel Lotterie dazu. Wie lange? Alternativ kannst du natürlich probieren, das Ding einfach selber auf die Beine zu stellen. Und du sagst, ich habe es geschrieben, ich suche mir jetzt eine kleine Produktionsfirma, die auch Bock drauf hat und wir versuchen das selber zu finanzieren über Crowdfunding und über Filmförderung. So Filmförderung in Deutschland. Genau, das ist für mich der Sinn von Filmförderung. Filmförderung in Deutschland ist schwierig, wenn es Genre ist, wenn es irgendwie, wenn es Krimi ist oder Komödie. Komödie. So, ne? Und das ist ja wirklich klassisch. Das könnte ja eine Schweighöfer-Komödie sein. Genau, richtig, genau. Das könnte ja eine Schweighöfer-Komödie sein. Ne? Wie heißt er? Lieber Matthias, falls du jetzt zuhörst, ne? Hier, wir sind bereit. Wir warten. Ja, genau. So. ChatGPT sagt, dieser Filmtitel wäre passend. Der dritte im Glück, das Leben des Nationalspielertorwarts. Nee, zu sperrig, ChatGPT. Ja. Nee, da hast du mich schon, der dritte irgendwie schon raus. Ja. Und dann noch ein Untertitel, das ist ja Fassbender. Nee. Wobei ich Fassbender geliebt habe. Also, aber das hier der Sinn von der Filmförderung für mich. Nimm Till Schweiger Geld zu geben für eine Filmförderung, führt für mich, das ist ja, der hat doch schon Geld, der braucht doch gar nicht. Finde ich auch völlig bescheuert. Jeder weiß, dass der Film erfolgreich wird, also kriegt er das Geld auch woanders. Habe ich auch nie verstanden, aber ich meine, hey, Netflix und so weiter greifen so viel Filmförderung ab. Ja, ich weiß, deswegen kloppen sich die Marvels auch auf dem Flughafen Leipzig. Ne? Du hast eine bundesweite Filmförderung und jedes Bundesland hat eine eigene Filmförderung. Und du hast ja Filmförderungshopping. Weißt du, wo ich völlig baff war? Nee. Filmförderung, dass die Filmförderung Baden-Württemberg beim Super Mario-Film dabei war. Ja, und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Ich erklär's dir.
relativ simpel. Du kannst theoretisch einen Film zusammenstellen, wo du aus allen Bundesländern und von ganz Deutschland Filmförderung abgreifst und dann überall sämtliches drinstehen hast. Ja. Und zwar gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Mitwirkenden, die aus diesem Bundesland kommen müssen, die dort ihren Wohnsitz haben müssen. Das heißt, du suchst dir einen Komponisten aus Baden-Württemberg, dein Regisseur kommt aus Köln, der Produzent kommt aus Berlin und der Schauspieler kommt aus München. Schon hast du viermal Filmförderung. Potenziell. Okay. So, und wenn es geht, drehst du den Film aber in Hessen. Okay. Und, wenn du dann sagst, ich drehe die Hälfte des Films in Hessen und die andere Hälfte des Films in Schleswig-Holstein. Aber was macht dann so ein internationales Studio? Die suchen sich halt für eine Gesichtsanimation irgendeine Butze in Baden-Württemberg, die 3D-Animation kann. Pixomondo hockt ja zum Beispiel in Frankfurt. Ja. So, die haben die Drachen für Game of Thrones gemacht. Mhm. Also ein Pixomondo-Studio. Das heißt also, die Pixomondo-Jungs, die rennen dann zur Filmförderung hin. Oder sagt dann der Produzent, ich hab die Pixomondo-Jungs, die sitzen in Frankfurt. Liebe hessische Bude, gib mir mal, sonst kriegen die den Auftrag nicht. Genau, das macht der Produzent. Die Bude selber hat damit nichts zu tun, die haben davon auch nichts, außer dass sie dann wahrscheinlich wirklich diesen Auftrag kriegen. Ja. Und so funktioniert Filmförderung. Und wenn du einmal in diesem Filmfördersystem drin bist, dann kannst du ja sagen, Mensch, guck mal hier, mein letzter Film wurde schon gefördert, er war zwar erfolglos, aber wurde gefördert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder gefördert bist, sehr groß, weil die kennen dich ja schon. Die wissen deine Arbeit. Du hast an die Filmförderung, hast du auch keinen Erfolgs. Ja, der Film kann völlig erfolglos sein. Ja. Das ist völlig Schnuppe. Ja. Ganz im Gegenteil, Erfolg ist in Deutschland ja eh auch immer anrüchig, weil dann ist es Kommerz. Und wir wollen ja in Deutschland nur Kunst machen und nicht Kommerz. Ne? Ja, bitte keine Unterhaltung, nur Kultur. Je erfolgloser eigentlich, umso vielversprechender für Filmförderung. Im Chat sind noch zwei Vorschläge. Plötzlich Torwart. Ja, ist okay. Aber da ist schon recht, ich weiß, worauf du hinaus willst, plötzlich Prinzessin und so, ja, okay. Und Gegentor, Nummer 3 finde ich nicht schlecht. Nummer 3 ist, aber... Oh, basiert auf Nummer 5 will leben, Nummer 3 Nummer 3 will bleiben. Ja. Oder Nummer 3 spielt. Nummer 3 ist... Der weinende Dritte. Also falls wir uns für Nummer 3 oder plötzlich Torwart kriegen wir rechte Probleme. Nö. Weißt du nicht? Ne? Okay. Also wenn es der wird, der kriegt eine Freikarte. Ja. Nummer 3 will bleiben, finde ich auch gut. Plötzlich Schalke, ja. Ja, aber das Problem ist, wenn du das wieder das ist auch, glaube ich, so ein deutsches... Also wenn ich halt einen amerikanischen Sportfilm gucke, dann kann ich den halt relativ unbefangen gucken, weil ich mit dem Team, das da dargestellt, habe ich keine Aktien drin. Mhm. So, das heißt, bei Indiana von Cleveland Indians, who the fuck, ja. Ja. Aber wenn ich jetzt hier das halt mache, dann muss ich es jetzt wieder im Sinne des Kommerzes an irgendeinen Verein koppeln und dann hast du sofort wieder so den ganzen anderen Kram an der Backe. Schwierig. Und ein Fantasieverein ist dann auch wieder blöd. Ja. Mein Leben nach der Einwechslung. Kennst du aus der Tiefe des Raumes den Film von 2003? Nur vom Titel. Kann ich nur empfehlen. Ist ein deutscher Fußballfilm von Gil Memmert. Gil Memmert, mit dem habe ich selber mal gearbeitet, ist eigentlich Musical-Regisseur und ich weiß nicht, ob er das noch ist, ist der Musical-Chef der Volkwang in Essen. Mhm. Und macht ganz viele große Musicals, hat unter anderem Das Wunder von Bern gemacht und so weiter. Das war sein kleiner in Anführungsstrichen finanzierter Spielfilm, den er mal gemacht hat 2003. Und der ist tatsächlich ganz cool. Und der hat eine lustige Grundgeschichte. Mhm. Eine Tipkick-Figur wird, ich glaube, vom Blitz getroffen und wird lebendig und wird zu Günter Netzer. Günter Netzer ist eine fleischgewordene Tipkick-Figur. Sehr, sehr lustiger Film. Sehr, sehr cool. Mhm. Da wird auch eher mit Fantasievereinen gearbeitet, was es tatsächlich einfacher macht als diese Fußballfilme, wo es dann wirklich auf Schalke... Ja, ja, eben. Ja. Dann hast du ja schon wieder Zuschauer ausgegrenzt, die einfach sagen, ich finde Schalke doch von Dortmund, ich gucke da ganz Schalke. Genau, exakt. Das heißt, wenn, dann musst du es mit Fantasievereinen machen, damit du das mal aus. Und vor allem musst du dann auch wieder irgendwie so Fans mit reinbringen, was dann auch wieder... Balls finde ich auch gut. Balls ist auch gut. Ja, stimmt. Balls als Titel. Vom Abseits mitten aufs Feld. Fliegengefänger, ja.
Overachiever. Ihr seid ja nicht schlecht, Chat, was den Titel angeht. Aber vor allem, wenn du es dann mit Fans, dann sehe ich schon den Aufruf so im Stadion, ja, für einen Filmdreh suchen wir ein paar Fans. Und das ist halt auch immer so peinlich, wenn dann irgendwie so 5 Ultras irgendwie so Fangesänge brüllen. Kennst du das mit von Kalkofes Mattscheibe mit dem Dynamo Dresden Ultra aus dem möglich, Osten? Möglich. Wo der alleine in der Fankurve steht und der Typ von der aktuellen Kamera ihn bittet, Fangesänge von Dynamo Dresden zu rufen. Oh Gott, das kann ja noch furchtbar sein. Das ist großartig. Ja, brauchst du jetzt nicht aussuchen. Sensationell. Google mal Kalkofes Mattscheibe, Dynamo Dresden ist großartig. Der steht halt dann so alleine in der Fankurve und das ist ganz großartig. Du holst dir ja ganz selten wirklich die Ultras oder so. Das sind ja meistens angeheuerte Komparsen. Nee. Ich weiß, bei das Wunder von Bern, da waren es angeheuerte Komparsen. Ja, okay, bei sowas neutral, aber wenn du sagst, ich mache auf Schalke, nimmst du den. Ja, klar, dann guckst du irgendwie, also da wurde ja teilweise, glaube ich, sogar während, und so da wurde, glaube ich, tatsächlich sogar teilweise während Spielen dort einfach mal gedreht. Ja. Und so, ja. Also, das Problem ist, glaube ich, dass... Wunder von Bern kenne ich sogar jemanden, der da mit in der Komparserie war und den du jetzt 11 Mal in diesem Film sehen kannst und in einer Probe allein. Und Wunder von Bern ist halt auch so eine Ausnahme, dass der Deutsche sich mal traut, eine helle Geschichte seiner eigenen Sportart zu machen. Ja, es ist schon eine Ausnahme. Naja, Max Schmeling gibt auch eine Verfilmung. Gut, der halt erfolgreich. Ja. Hat nicht Till Schweiger Max Schmeling gespielt? Da schließt sich der Kreis. Bitte? Echt? Ich glaube, ja. Oder? Okay. Keine Ahnung. Ach komm, wir sind wieder herrlich abgeschweift. Du siehst ja, ne? Vokuhila-Gott, direkt das erste Mal gechattet. Dynamo! Ja. Dynamo Dresden, Fun Fact, Dynamo Dresden war das allererste Bundesligaspiel, was ich gesehen habe. Ich komme ja aus der Nähe von Dresden. Ja. Und mein allererstes Bundesligaspiel, was ich gesehen habe, und ich sehe da so ein Foreshadowing für meine Zukunft, ja, war 1994, noch Dynamo Dresden, noch in der Bundesliga, Dynamo Dresden gegen VfL Bochum. Ah. Und siehe da, knappe 7 Jahre später, wo verschlägt Quietschke hin? Nach Bochum. Tja. Da wollte ich eh mal fragen, Quietschke, wo kommt denn der Name eigentlich her? Aus Ostdeutschland. Ah, okay. Keinen WD-40 gehabt. Nö. Nee. War tatsächlich einfach, also mal Genealogie gemacht. Soweit der Name zurückverfolgbar ist, ist der urdeutsch. Okay. Ohne auch nur den geringsten Fremdeinfluss. Sämtliche Fremdeinflüsse, die bei mir drin sind, kommen aus Seite von Großeltern mütterlicherseits. Lass mich raten, Schlesien. Schlesien, Frankreich. Ja. Gut, ist ja klar, Schlesien, Frankreich. Also Holland. Ja, genau. Aber ansonsten, also der Name Quietschke an sich ist tatsächlich urdeutsch und es kommt wohl, und ich habe keine Ahnung warum, es hat wohl irgendetwas mit Johannisbeeren zu tun. Aber frag mich nicht warum, vielleicht quietschen die, wenn man sie aneinander reibt oder so. Ich weiß eher gesagt, nicht. Das hätte was mit Quitten zu tun, aber nee. Offensichtlich ja nicht, ne? Nee. Guck an. Ja, aber ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall... Als Kind dachte ich immer so, was für ein komischer Name, machen sie alle über mich lustig. Dementsprechend habe ich es immer vorgezogen. Aber das ist auch so ein Name, den muss man immer buchstabieren, ne? Relativ simpler Trick, wenn ich irgendjemanden anrufe und meinen Namen sagen muss, Quietschke, da schreibt sich Quietschen wie so ein Schweinchen und mit kurzem I und KE am Ende. Und jeder weiß sofort, wie es geschrieben wird. Jeder lacht und jeder weiß sofort, wie es geschrieben wird. Das ist perfekt. Ach, eine schöne Geschichte. Und auf die Art und Weise habe ich auch als Kind schon gelernt, dass es am besten ist, sich über sich selbst lustig zu machen, weil dann nimmst du den anderen sofort sämtliches Angriffsmaterial. Mach dich über sich selber, über dich selber lustig. Was will der andere dann noch machen? Sondern, ja, scheiße, du hast recht. Aha. Eine schöne Geschichte. Ja. Geschichte. Worauf willst du hinaus? Du hast ein Alk mitgespielt. Oh mein Gott. Das war jetzt aber eine Überleitung wie ein Faustschlag. So. Ich habe Alk dabei. Mit Geschichte. Ich habe einen Quittenbrand dabei. Siehst du? Und die Quitte habe ich gerade eben auch noch gesagt. Nicht mal da hat es geklingelt. Nee, tatsächlich. Von 2007. Der Destillateur ist Erhard Büch aus Obernburg. Wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Wie bin ich an diese Flasche rangekommen? Ganz einfach, ich bin ja ein preisgekrönter Theaterregisseur. Und zwar, Erhard Büch
ist der Neffe, wenn ich mich nicht irre, der Neffe von Günter Büch. Günter Büch war ein deutscher Dramaturg, der unter anderem in den 50er, 60er Jahren, was glaube ich, am Theater Oberhausen gearbeitet hat. Und ist einer der bekannteren Dramaturgen in Deutschland. Und Erhard Büch hat dann irgendwann gesagt, in Gedenken an meinen Onkel rufe ich den Günter Büch Nachwuchspreis ins Leben. Und den habe ich 2011 gewonnen für meine Inszenierung von Die Leiden des jungen Werther und Der Traumzauberbaum und habe mein Preisgeld bekommen von Herrn Büch, meine Urkunde von Herrn Büch, diesen Quittenbrand und noch einen anderen Likör, den ich schon ausgetrunken habe. Und diesen Quittenbrand... Das ist der deutsche Kulturbetrieb, meine Damen und Herren. Ja. Kriegst den Schnaps gleich oben. Also Erhard Büch selber hat nichts mit Theater zu tun. Er hat irgendwas ganz anderes, aber er hat diesen Preis halt dann irgendwann gestiftet. Den gibt es immer noch. Ist immer noch der Nachwuchspreis des Oberhausen Theaters. Da können wir jetzt das Schlückchen trinken. Verdammt, fantastisch. Ja, Gookie Forever, die Leiden des jungen I. Absolut richtig. Absolut richtig. Ja, bedingt. Nee. Aber es gibt noch schlimmer ist Annette von Droste-Hülshoff. Ja, da habe ich jetzt nicht so viel Bindung zu. Die Leiden des jungen Werther hat zwei Seiten. Mhm. Wann hast du es gelesen? Oder lesen muss. Ja, irgendwann in der Schulzeit. 10., 11., whatever. So, und da findet man es saudoof. Mhm. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe es abgrundtief gehasst. Ich habe es freiwillig nochmal gelesen mit 25, als ich den stärksten Liebeskummer meines Lebens hatte. Mhm. Als ich das erste Mal verlassen wurde und es mir richtig, richtig scheiße ging. Mhm. So, und da habe ich das erste Mal, da habe ich es dann nochmal gelesen. Und da fand ich es plötzlich gut. Ich konnte es nachvollziehen. Und da fand ich sogar in gewisser Weise gefährlich, weil ich diese gesamten Gedanken nachvollziehen konnte. Mhm. Weil, und das kommt ja noch dazu, warum, wir müssen das mit 16 lesen. Schwachsinn. Werther selber ist irgendwie Mitte 20, als er es erlebt. Mit Mitte 20 kannst du die Gedanken nachvollziehen. Da bist du ungefähr da. Und dann findest du das Buch viel, viel besser. Okay. Also von daher eventuell nochmal eine Chance geben. Gut, auf den Georg Büchner Preis. Prost. Günter Büch. Der Günter Büch Nachwuchspreis. Prost. Whatever. Bad Piemont. Ja. Ist scharf. Gut. Ich wollte gerade sagen, ist aber mild. Ich bin sowas nicht gewohnt. Von daher. Okay, weil ich wollte gerade sagen, kommt da noch was? Okay. Also der hat noch den Quittengeschmack, definitiv. Ja. Mhm. Das heißt, er geht nicht unter im Alkohol. Ein bisschen mehr Bums könnte er irgendwie haben. Also der ist lecker. Das ist so einer, der ist gefährlich, weil da trinkst du nämlich 2, 3 von. Willst du noch einen? Nee, muss ich noch fahren. Aber, ja, ich dachte auch, einer reicht. Aber da trinkst du auch gerne mal 2, 3 von, eben weil er nicht so einen Bums hat. Das stimmt, ja? Das stimmt. Und dafür ist er gut. Also, aber den Rotweinlikör, den du das letzte Mal hattest, den würde ich jetzt da nochmal in der Rang. Können wir hier vielleicht mal so ein Board hinmachen? So wie bei Top Gear, wo die immer so die Karren mit den Bestzeiten hingeklebt haben, dass wir so ein Ranking machen. So ein Alkohol-Ranking? Ja, ein Alkohol-Ranking. Weil der, hätte ich jetzt den Rotweinlikör, würde ich dann schon mal. Also hätte ich der, jetzt, der ist auch deutlich besser. Ja. Der Rotweinlikör ist mein Favorite, mein persönlicher, muss ich sagen. Den liebe ich auch immer noch. Den werde ich auch, wenn ich das nächste Mal wieder in Österreich bin, gehe ich mir davon wieder 10 Flaschen kaufen. Auch wenn sie mich 200 Euro kostet, ist mir egal. Die bringe ich mit. Ja. Weil das lohnt sich. Da habe ich dann ein ganzes Jahr zu trinken. Und immer das perfekte Weihnachtsgeschenk für meine Mutter und so, weil die liebt den auch. Hm. Fantastisch. Aber ja, also ich konnte mich nicht daran erinnern, aber ich finde ihn auch ganz in Ordnung. Ja. Vielleicht ist er auch mittlerweile ein bisschen milder geworden, weil er jetzt doch schon 16 Jahre alt ist. Keine Ahnung. Nimmt so ein Alkohol dann ab? Ich weiß es nicht. Also ich meine, nicht jedes ist ewig haltbar im Sinne von, dass die Geschmacksstoffe noch da sind. Ne? Ja. Also wir haben mal irgendwann die Weinsammlung von meinem Opa aufgelöst. Es war halt de facto einfach nur noch alles Essig. Mhm. Also wobei so Weine aus den 70ern in Deutschland eh nicht so der Knaller waren. Mhm. Von daher, dass das de facto alles nicht mehr trinken können. Ich kapiere ja nie, vielleicht kannst du mir das erklären, ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung. Wir haben jetzt letztens einen Wein aufgemacht und wollten den trinken, der war von 2009. Mhm. Dann war der aber schon gekippt und bäh. Den mussten wir wegmachen. Mhm. Viel zu sauer. Mhm. Dann hört man aber öfters mal so Geschichten, boah, da wurde ein Wein verkauft, der ist von 1800 und ganz fantastisch. Warum gibt es Wein, der dann eklig wird und warum gibt es Wein, das der ganz fantastisch wird? Das habe ich mal gefragt, Günther Jauch, habe ich das gefragt bei der Weinverkostung.
Du hast es Günther ja auch gefragt. Ja, ich habe es Günther Jauch bei einer Weinverkostung. Warum? Okay, nächste. Weil Günther Jauch hat direkt die nächste Frage. Günther, warum hast du mit Günther Jauch eine Weinverkostung weil gemacht? Weil Günther Jauch, der dich dann den ganzen Abend auf dem Kieker hatte, ich bin in so einem Wirtschaftsclub in Düsseldorf und da war halt, also Günther Jauch hat ein Weingut. Ja, das weiß ich, ja. Genau. Und nur Riesling, by the way. Er wusste auch, er hat nur Riesling und das hat er auch mal wieder in seinen Familienbesitzer, gibt es erste ganze Geschichte. Der kann das auch sehr schön erzählen, so zwischen den Weinen. Ne? Das war also dann so ein 5-6-Gänge-Menü und dazu gab es halt immer den korrespondierenden Wein. Und das war insofern ganz interessant, als dass er ja nur Riesling hat, aber in allen Ausbaustufen. Mhm. Also von super trocken bis mehr oder weniger schon Eiswein. So, mit halbtrocken bis mehr oder weniger Eiswein. So über einen Schaumwein, zack. Und das war also mal interessant, praktisch immer die gleiche Traube zu trinken, aber in verschiedenen Ausbaustufen, dass die halt hinten raus immer süßer wurde. So. Ich habe dann, er hat an dem Abend auch irgendeinen Preis gewonnen. Und dazu habe ich eine kecke, spöttische Bemerkung gemacht, die mir allerdings jetzt nicht mehr einfällt, sodass er sich dann den ganzen Abend auf mich bezog, was diese Bemerkung anging. Und wir hatten dann so ein kleines Tete-a-Tete. Und dann habe ich ihm genau die gleiche Frage gestellt und die Antwort habe ich vergessen. Und dafür hast du jetzt eine ganze lang ausholende Geschichte erzählt, um zu diesem Finale zu kommen. Ja, so macht man das, ja. So ein Programm füllen hier. So, wir haben irgendjemanden ignoriert. Also wir ignorieren heute ja insgesamt ein bisschen den Jenny Solo, hast du uns gefragt, was unser liebstes Hörbuch ist, um mal so ein ganz anderes Thema zu machen? Oder hast du das in den Chat gefragt? Falls du uns gefragt hast, Hörbücher, ich höre ja, ich bin ja, also die letzten anderthalb Jahre habe ich nicht so viele Hörbücher gehört. Ich bin jetzt eher so auf Podcasts umgestiegen. Aber ich war mal ein Hörbuch-Junkie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich überhaupt nicht, weil ich schlafe ansatzlos ein. Nee, das kannst du auch nicht machen. Das kannst du nicht machen. Zum Einschlafen, Hörbücher ist scheiße. Nee, Im Auto höre ich die. Ich schlafe ansatzlos ein. Auch am helllichten Tag. Mach ein Hörbuch an und... Das ist wirklich, das ist mein Harald. Also wirklich, mach ein Hörbuch an und... Okay. Das ist wirklich, ich werde ansatzlos müde. Das ist auch das, was für mich... Ne, ich bin jemand, der Podcasts... Ich gucke am liebsten mit Video. Videopodcasts. Okay. Weil ich brauche ein Bild dazu, weil bei einem reinen Sprachpodcast, da muss ich mich wirklich hardcore konzentrieren. Okay. Das fällt mir echt schwer. Das fällt mir richtig, richtig schwer. Bei Bild kann ich mich nochmal anders konzentrieren. Und das ist auch bei vielen Podcasts. Ne? Ich fange an und... Es ist wirklich schwer. Ich war mal Hörbuch-Junkie, aber seit ich jetzt halt eher auf News-Podcasts umgestiegen bin, bin ich so ein News-Junkie geworden. Und weißt du, worüber ich News-Junkie geworden bin? Über die Vorbereitung und Hinführung zur letzten US-Präsidentschaftswahl. Da bin ich so absolut zum total. Und da gab es mal im Spiegel Online eine Kolumne von irgendjemandem, ich bin nicht der Einzige. Ich bin so, und auch vor allem so amerikanische Innenpolitik, ohne Scheiß. Ich bin da, ich habe so 3-4 Podcaster in meinem Ding drin, in meinem Podcatcher drin, plus noch 1 oder 2 YouTube-Kanäle, die ich regelmäßig gucke. Ich kenne ja wahrscheinlich inzwischen mehr Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus sagen wie aus dem Bundestag. Dito. Ja? Ich bin total, was diese ganzen Late-Night-Shows betrifft, und dadurch gucke ich dann auch ganz viel, was da weitergeht, noch mit Podcasts oder beziehungsweise Videocasts und so weiter. Tatsächlich, wo ich auch immer denke, warum interessiere ich mich eigentlich so für die scheiß amerikanische Politikszene? Eigentlich völlig irrelevant, aber irrelevant. Ich war schon fast weg und dann kam der 6. Januar. Seitdem war ich vollkommen drin. Am 6. Januar, und das ärgere mich heute noch darüber, am 6. Januar habe ich hier live gestreamt. Und dann kam irgendwie das Bild gerade und ich so, ach du Scheiße. Und anstatt ich dann irgendwie sage, okay, wir gehen mal auf NBC und gucken uns das live an. Ja. Ne, das hier weiter gemurmelt. Ich habe weiter Witcher gespielt. Weil, aber auch, ne, um mich zu verteidigen, das kam bei mir irgendwie nicht an. Das hatte für mich irgendwie sowas wie vom 11. September. So, das kann ja überhaupt nicht sein, so nach dem Motto. Ich wollte das nicht wahrhaben und habe lieber weitergespielt. Ja. Das war ganz seltsam. Und January 6 habe ich wieder reingeholt, weil dann bin ich nämlich bei den Hearings dran geblieben. Mhm. Ja, und diese Hearings, wie die Demokraten die aufgezogen haben, waren halt schon dramaturgisch einfach sensationell. Mhm. Also jedes Mal so ein Cliffhanger, wie du es halt aufbereiten musst, wenn du möglichst viele Leute, weil machst du ein normales Hearing, schalten alle ab. Aber da wir jetzt dann Themenhopping haben, dann da ist nämlich super, kann man direkt zum... Wie geht's dir jetzt mit dem Abschied von Tucker Carlson?
Ich habe getanzt für einen kurzen Moment. Ja, natürlich habe ich getanzt. Also, es gab, glaube ich, bei Fox News keinen größeren Demokratiefeind neben Rupert Murdoch als Tucker Carlson. Allerdings, natürlich, ich sage mal so, dass das Amüsementherz in mir weint natürlich, ja, weil es war natürlich ein Meme-Lieferant ohne Ende. Ja. Und ich frage mich auch, was der ein oder andere Jimmy Kimmel, Stephen Colbert oder auch David Tuckman oder so jetzt ohne Tucker Carlson machen. Ja. Naja, Trump feiert ja gerade ein bisschen Comeback. Ja, gut, Trump, aber das, ja, okay, bleiben wir erstmal bei Tucker Carlson. Es ist halt, also, als dann diese Textnachrichten rauskamen, ich meine, man weiß es ja irgendwie, dass sie alle bigott sind, ja, aber dass du es halt so schwarz auf weiß hast, ja, und zwar in any way, shape or form, ja, sowohl was gegen Trump angeht, als gegen die eigene Mitarbeiter, und jetzt kam ja noch ein Mitschnitt raus, wo das Mikrofon noch offen war, wo er sich auch über die Zuschauer lustig macht, die Idioten da draußen, so, und es juckt halt einfach keinen. Und das begreife ich halt nicht. Das ist mir wirklich so unbegreiflich. Und da muss man halt dem Trump dann auch wieder recht geben, als er mal gesagt hat, er könnte auf der Fifth Avenue einen erschießen und würde keinen jucken. Und es ist hat er leider recht. So. Hat er leider recht. Ist so. Ich glaube auch jetzt hast du ja momentan diese ganzen Klagen, die gegen Trump laufen und so, die ganzen Verfahren und so, dem wird nichts passieren. Ja. Der geht aus der Sache nach wie vor sauber raus. Ich meine, die haben es damit mit Grab 'em by the Pussy und so weiter. Ne? Du hast es ganz deutlich gehabt und ist nichts passiert. Ja. Nichts. Und ich dachte wirklich, dass Grab 'em by the Pussy, jetzt ist er durch. Ich dachte bei Grab 'em by the Pussy, jetzt ist er durch. Dann war er nicht durch. Dann kam dieser Skandal, wo er sich über den verstorbenen Veteranen lustig gemacht hat und die Eltern da rausgeschmissen hat. Also dachte ich, okay, jetzt geht er die amerikanischen Helden an, die Veteranen. Genau. Jetzt ist er durch. Er ist nicht durch. Und dementsprechend, ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass Trump für irgendwas durch ist, und der nächste Wahlkampf ist wieder Trump gegen Biden, und mir wird schlecht. Ja. Mir wird wirklich schlecht, weil ich glaube nicht, dass Biden dem nochmal gewachsen ist. Ja, aber dann werden die Leute immer noch auf die Straße, dann werden die Leute immer noch gegen Trump stimmen. Und ja, aber wenn du überlegst, wie viel der letztens schon hatte. Ja, aber... Ob du es wieder schaffst, wie viel hatte Biden? 74, Trump hatte 72 Millionen. Aber du kriegst es halt wieder schaffst, so viele Millionen Menschen zu kriegen. Ja, aber ich glaube... Jenny Biden hat seine Kandidatur schon angekündigt, vorige Woche. Biden ist offiziell wieder im Rennen. Biden macht's. Ja. Biden hat gesagt, er möchte wiedergewählt werden. Also vor Trump habe ich weniger Angst, weil da wissen die Leute, was sie kriegen. Und da gibt es so viele, die sagen, nee, den Deppen wollen wir nicht nochmal. Aber... einen cleveren Trump, einen Trump in nicht dumm, der wird gefährlich. Das ist aber ganz ehrlich für mich nicht DeSantis, weil der ist genauso dumm. DeSantis ist nicht genauso dumm. Ja. Er stellt sich nur gerade. DeSantis macht legt sich halt jetzt mit Disney an. Der ist halt irgendwie größenwahnsinnig geworden und der denkt, er ist besser als die Maus, und das geht halt nicht. Also niemand ist besser als die Maus. Ja. Die Maus regiert die Welt. Ja. Das ist einfach so. Maus. Du legst dich hier mit dem Maus und dem Elefanten an. Gottes Willen. Das geht ja gar nicht. Nee, also da bin ich wirklich zum Junkie geworden, was das angeht. Es ist aber auch so unterhaltsam, Es ist unterhaltsam. Es ist so viel unterhaltsamer als die deutsche Politik-Szene, weil die deutschen Politiker alle so dröge sind. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, entweder hat mir das noch keiner, ich kenne halt, natürlich höre ich auch Lage der Nation zum Beispiel, so, oder Junge Naiv. Junge Naiv höre ich, um mich triggern zu lassen, weil das teilweise nicht auszuhalten ist, aber okay, also das nehme ich so um mein inneres, um so meine innere politische Haltung nochmal so challengen zu lassen, ja, von jemand, der so am ganzen anderen Ende ist, es ist teilweise unglaublich, erzähl mir kurz, was ist Jung und Naiv? Jung und Naiv ist ein Podcast oder ein freies journalistisches Format von Thilo Jung, deswegen auch Jung und Naiv, und er ist bekannt geworden, weil er hat halt angefangen, die Bundespressekonferenz, wo er sich hat akkreditieren lassen, ist ja ein Verein, muss ja rein, komplett zu übertragen, was so vorher keiner auf Social Media gemacht hat. Und er ist eigentlich hauptsächlich dadurch bekannt geworden, dass er die Pressesprecher mit einem kleinen Bias, aber halt beim Rumdrucksen immer gefilmt hat. Also er hat halt bewusst, deswegen auch der Titel Jung und Naiv, naive, etwas
Naja, man würde halt eigentlich, also dir liegt halt als Pressesprecher immer auf der Zunge, echt jetzt die dumme Frage stellst du mir jetzt, ist es halt eine naive Frage, wo du sagst, ja, aber so läuft die Welt nicht. Mhm. Aber du kannst es als Pressesprecher halt nicht machen, ja, ihn so anzukacken oder sowas zu machen. Also musst du dir eine Antwort überlegen, was sie dann regelmäßig halt in Verlegenheit gebracht hat. So. Und er recherchiert auch gut, das muss man auch sagen. So, er recherchiert auch sehr gut und drückt durchaus den Finger in die Wunde. Mhm. Das Problem, was ich mit Thilo Jung habe, also ich habe kein Problem mit dem, ich kenne ihn ja nicht mehr, aber ist halt, dass dieses naive Konzept, er jetzt schon gnadenlos, er ist schon bis zur Schmerzgrenze durchzieht, mhm, sodass ich manchmal nicht mehr weiß, ist es jetzt wirklich, also ist er jetzt wirklich so naiv, mhm, weil er natürlich schon einen sehr Linksaußen-Bias hat, nicht linksextrem, auf gar keinen Fall, ne? Okay. Aber einen Linksaußen-Bias hat, sodass ich ganz oft da sitze und sage, ja, come on, es gibt aber halt auch Realitäten. Mhm. Die erkennen auch die Grünen inzwischen an und mhm, die Frage, wie du sie jetzt framest, ignoriert es entweder völlig, sodass ich mich frage, siehst du das nicht oder willst du es nicht mhm sehen? So. Den höre ich aber trotzdem insofern gerne, dass er sich sehr viel Zeit nimmt, die Fragen grundsätzlich gut gestellt sind und wenn man das mal außenblendet, durchaus die Sachen im Mehrwert hat. Ja. Lage der Nation ist versucht, neutral zu sein, sind sie nicht. Die letzte Folge war wieder so ein Verbrenner-Auto-Bashing, wo ich mir halt auch sage, hast du schon mal in Deutschland auf eine Straße geguckt und dann sag mir bitte, wo die Autos geladen werden sollen im Wohngebiet mit Reihen und mit Mehrfamilienhäusern? Tell me und dann können wir gerne reden. Können sie nicht, ist egal. Naja, du musst halt die Infrastruktur dafür erstmal aufbauen. Eben, so, die musst du aus. Und das, dann, so. Das wird und dann, eine Weile dauern. Dann sagen sie ja, in Norwegen sind jetzt 85% Elektrofahrzeuge angemeldet worden. Letztes Jahr nehmen wir, okay, Norwegen und Deutschland sind jetzt auch mal nicht mal landschaftlich vergleichbar, mhm, gar nicht, weil in Schweden sind es dann nämlich nur noch 30% mhm und so. Also es hat leider auch manchmal so ein Bias, aber davon abgesehen, und sie haben irgendwie ein Beef mit der FDP. Nicht, dass mich jetzt mit der FDP großartig was verbindet, aber wir haben so die FDP auf dem Kicker, was ein bisschen albern ist. Aber das sind dann auch so die einzigen zwei, abgesehen davon, dass sie noch irgendwie, dass sie natürlich irgendwelche rechten Spinner oder so mhm auf YouTube so. Aber diese Formate, die du, so hier Pac-Man oder Brian Tyler Cohen und noch ganz viele andere oder dieses Talk Radio, mhm, das gibt's bei uns nicht. Mhm. Was aber, glaube ich, nicht dumm wäre, wenn es es gäbe. Mhm. Und zwar in einem, doch, das gibt es, aber es ist halt im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur oder auf WDR5 oder sonst irgendwas. Das müsste, sowas müsste populärer auf 1 Live, WDR2 mhm ein bisschen massentauglicher und kürzer und prägnanter sein. Komplexe Dinge gut zusammengefasst. Ich finde, das machen diese amerikanischen Kommentatoren sehr gut. Ja. Komplexe Dinge halt zusammengefasst. Jeder auch mit seinem Ball, jeder mit seinem Ball. Mhm. Klar. Du hast halt mittlerweile eine ganze Menge an YouTube-Kanälen, die sowas probieren. Teilweise mehr oder weniger gut machen. Ne? Ich bin ja ein großer Fan von den Rezo-Sachen tatsächlich. Mag ich sehr. Den verfolge ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich kriege natürlich seine Zerstörung der CDU mit und so weiter. Und von solchen Sachen bin ich halt auch wirklich ja ein Fan, weil inhaltlich kann man darüber natürlich streiten. Ja. Ich finde die sehr gut gemacht. Sie sind sehr gut recherchiert. Natürlich sind sie von vornherein immer mit einem Bias versehen. Er hat eine Aufgabe, der ja nachgeht. Das ist vollkommen klar. Was ich an Rezo super finde, ist, dass er die Politik zu den jungen Leuten bringt. Mhm. Das finde ich ganz, ganz großartig. Meine beiden Neffen, Zwillinge, die waren 15, glaube ich, als sie damals die Zerstörung der CDU rausgebracht mhm hat. Und dann habe ich sie gefragt, habt ihr euch das angeguckt? Und sie, ja klar, wir gucken alles von Rezo. War super, da haben wir uns das erste Mal heute beschäftigt. Und ich dachte, cool, super. Also bringt es was. Mhm. Die Jungs, die beschäftigen sich dann damit. Sehr gut. Und ich bin momentan ein großer, großer Fan von Der dunkle Parabelritter. Ja, richtig. Ja. Den gucke ich sehr, sehr gerne. Ich habe sehr, sehr gerne. Alexander, ich habe jetzt vergessen, wie er weiter. Genau, Alexander. Alex. Sowohl bei Rezo als auch beim Parabelritter, um die zwei einfach mal als Beispiel zu nehmen. Ich bin bisher, ich gucke da nicht jede Folge von, mhm, bei Rezo, wie gesagt, bei Rezo denke ich mir halt immer, ja, ist okay, kannst die CDU zerstören, aber kommt es dann auch für die, machst du es dann für alle Parteien auch? Mhm. Also machst du es dann, bist du konsequent und ziehst es bei allen Parteien durch? Das hat zum Beispiel der Parabelritter gemacht, hat er wirklich über jede Partei genau so einen Expost gemacht. Deswegen finde ich nämlich den Parabelritter an der Stelle auch besser, mhm, weil ich mir sage, okay, dann ziehst du konsequent durch, mhm, weil du findest, du kannst vor jeder, also dann kehr vor allen Türen. Ja. Deswegen finde ich besser. Was ich mich beim Parabelritter immer frage, ist, wie seine Recherchen, also wie er das macht. Ja. Weißt du das zufällig? Nein, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich mal erfahre, weil ich will ihn anfragen für einen unserer YouTube-Shows. Weil ich natürlich... Also durch die Daumen, dann haben wir den Alex vielleicht weil ich natürlich auch
bei vielen Dingen jetzt, ich sage in Anführungszeichen, ihm natürlich irgendwo auch vertrauen muss. Klar. Aber ich jetzt auch nicht weiß, wie seine Recherche läuft. Er erscheint mir wesentlich neutraler und ausgewogener als viele andere. Mhm. Definitiv. Stichwort hier Hogwarts Legacy Diskussion zum Beispiel. Hat er einen super Beitrag gemacht. Super Beitrag gemacht, ganz genau. Da ich das Themen sind, die ich beurteilen kann oder der ich mir zutraue, dass ich beurteilen kann und da das für ausgewogen halte, gebe ich ihm jetzt mal Benefit of the Doubt, dass bei den Themen, wo ich keine Ahnung habe, dass das ähnlich ist. Mhm. Ich muss allerdings Disclaimer, dass ich das jahrelang von den Öffentlich-Rechtlichen auch gedacht habe, bis ich dann halt mal so Beiträge über Killerspiele gesehen habe dachte, okay, wenn das schon so scheiße ist und das so hinten und vorne nicht stimmt, was ist dann mit den Berichten über Themen, wo ich halt keine Ahnung habe, inwieweit kann ich die drehen? Das ist jetzt hier keine Verschwörung. Ich sitze nicht bei jedem Panorama-Beitrag da und denke mir, oh, das stimmt bestimmt nicht. Ja? Aber so eine gewisse Unschuld hat es dem Ganzen genommen, als ich so die ersten Berichte gesehen habe, ich mir gedacht, ja, stimmt aber halt einfach nicht. Mhm. Ja, sodass, aber ich bei sowas jetzt durchaus ein bisschen kritischer geworden bin, sodass ich mir bei einem Parallelritter halt mal ganz gerne wünschen würde, wie so seine Recherche abläuft. Ja, er gibt ja seine Quellen unter den Videos an, das heißt, du kannst ja durchaus dann das mit abgehen. Das. So. Was ich natürlich nicht weiß, inwiefern er vielleicht tatsächlich so, ich sag mal, Michael Moore-Style bewusst auch Sachen ausblendet, damit es mehr in seine Variante das meine ich damit. Ne? Weil genau, Michael Moore ist ja auch, ne, wenn du dir einen Michael Moore-Film anguckst, dann sagt er, boah, natürlich, und alles stimmt und alles richtig und boah, wie böse. Wenn du dann ein bisschen recherchierst, dann findest du heraus, dass Michael Moore ganz viele Fakten beiseite lässt, damit seinem eigenen Narrativ folgen kann. Hm. Weil Michael Moore auch nur ein Populist ist, effektiv. Das glaube ich aber beim Parabelritter tatsächlich nicht, weil er wirklich, gerade was jetzt diese Parteien betrifft, was er da vor etwas über einem Jahr gemacht hat, wirklich über alle Parteien und über alle wichtigen Leute wirklich sowas gemacht hat und gleich stark recherchiert. Ja, und er hat bei jedem auch gleich stark was gefunden. Ja. Und das finde ich, also was heißt gleich stark? Er hat natürlich bei einem mehr gefunden als bei den anderen, vollkommen klar. Aber er war bei keinem irgendwie dauerhaft positiv. Und das fand ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr lobenswert. Und sein Beitrag, den er vor kurzem gemacht hat über Sarah Wagenknecht, den finde ich spektakulär. Den finde ich wirklich richtig, gut. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber, den finde ich super. Ja? Okay. Unbedingt angucken. Okay. Also, ne, falls hier Sarah Wagenknecht-Fans dabei sind, guckt euch mal den Beitrag vom Parabelritter an und dann reden wir nochmal. So, und da frage ich mich dann aber halt auch, wenn das, ich sag mal, so ein dahergelaufener Fritze auf YouTube hinkriegt, warum kriege ich das dann bei bezahlten Medien nicht hin? Oder? Weil sie nicht frei sind. Ja, na, pass auf, das ist jetzt ja eine Formulierung, die ist. Also, sagen wir es mal so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Leute einfach verlernen, oder die Leute glauben, dass Journalismus neutral sein muss. Nee. Das ist aber Quatsch. Mhm. Was, glaube ich, die Leute verlernt haben, ist. Zum einen andere Meinungen aushalten. Das ist mal so ein Grundsatzproblem. Ja. Das ist so andere Meinungen aushalten. Das ist so ein Grundsatzproblem. Aber ich glaube, dass ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der ist so ein bisschen Richtung AfD so ein bisschen abgedriftet, so vom jetzt nicht so ganz hart, aber hat das schon gesagt, dass er da sein Kreuzchen macht. Und der kam ja auch immer, das war noch vor Corona. Da kam mir dann auch immer so, darf man ja gar nichts mehr sagen und alle erzählen noch das Gleiche und so weiter und so weiter. Und dann habe ich, morgens sind wir zusammen zur Arbeit gefahren und dann habe ich bewusst immer so in Aso abgeholt, dass wir die Presseschau in Deutschlandfunk gehört haben. Mhm. Also ich habe die sowieso immer gehört, aber dann musste er sie mithören. So. Und dann ist ihm zum ersten Mal gedämmert, ja, dass wenn ich halt nur meine 3-4 Facebook-Seiten plus X lese, habe ich halt diese Meinung. Aber in Deutschland kannst du die Taz kaufen, du kannst einen Fokus kaufen. Ja. Ja? Plus vieles dazwischen. Schon alleine, wenn du Spiegel, Zeit, Taz und Fatz, dann hast du irgendwie sämtliche Ränder irgendwie abgegrenzt, bis auf die ganz Extremen. Ja. Und dann findest du auch gute Unterschiede heraus. Ja. Und deswegen, das, was da im Chat steht, bei Journalisten erwarte ich, dass sie neutral im Sinne von unpolitisch sind. Ist schwierig, weil du hast immer einen Bias drin, der lässt dich nicht raus. Und man muss einfach die Medienkompetenz, die muss man aber auch beigebracht kriegen. Also es muss eben natürlich jemand sagen. Aber du musst eine Medienkompetenz haben, dass du weißt, okay, wenn ich das Blatt lese, habe ich eben tendenziell die Meinung und so weiter. Deswegen finde ich, dass wirklich, wenn ihr euch da weiterbilden wollt,
hört euch die Presseschau um 10 vor 8 im Deutschlandfunk morgens im Deutschlandfunk. Oh Gott, ich bin so früh, bin ich schon gar nicht. Ja, bist du irre? Für Menschen, die arbeiten, keine Künstler halt. Ne? die kann man auch online nachhören als Podcast. Ja? Da schlafe ich ja wieder ein. Ja, die ganze Stimme, da schläfst du ja wieder. Also, nein, was ich damit sagen will, da kriegst du halt zu einem Thema, was halt gerade aktuell ist, ne? Ja. Kriegst du einfach 6, 7 Leitartikel, Zusammenfassungen von deutschen und internationalen Medien. Mhm. Und wer dann nicht, da muss ich ein bisschen reinhören in so, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber spätestens nach 3, 4, 5 Mal hören oder sagen, lass es von mir aus einen Monat sein, wo du es wirklich mal konsequent durchziehst, muss es eigentlich beim letzten ankommen, dass zum Thema, was weiß ich, Bundeswehr, 100 Milliarden Euro, die Leitartikel der Taz einen komplett anderen Ton haben als die der Faz. Ja. Und wer das nicht rafft und das nicht anerkennt, ja, der hat es einfach grundsätzlich nicht verstanden. Das heißt, wenn ich dieses Man darf hier nichts mehr sagen höre, das ist halt Quatsch. Du musst nur aushalten, dass wenn du was schreibst, dass ich eine andere Meinung habe es und sie halt auch schreibe. Es ist, man darf hier nichts mehr sagen, das ist Blödsinn und das andere ist, ja, hier das und das, das wird ja totgeschwiegen. Lustigerweise. Ja. Wird es nicht. Das hat er nämlich auch immer gesagt. Lustigerweise. Wird es nicht totgeschwiegen. Genau, lustigerweise. Du liest halt nur nicht alle Publikationen. Gestern einer meiner beiden Schauspieler, mit denen ich gerade hier gearbeitet habe, mit dem man, also mein Max auf Inszenierung, der hat bei sich bei Facebook irgendwas gepostet und dann hat jemand drunter, also der hat was zu dem ganzen Habeck, der ganzen Habeck-Klüngelei jetzt gerade geschrieben. Und dann hat jemand drunter gepostet, ja, hier, das ist ja auch so und dran, und es wird total totgeschwiegen und keiner weiß das. Und dann schrieb er nur, sag mal, glaubst du auch den Unsinn? Hier, einfach nur mal ein paar Quellen. Dann hat er die Zeit, ja, Spiegel, ja, exakt. Taz, ja, genau. Taz und so. Da, das sind alles Massenmedien, ja, alles eine beliebte, genau, Medien und ja, die haben alle intensiv und unterschiedlich darüber geschrieben. Das wird nicht totgeschwiegen, was soll der Scheiß? Ja. Wie kommt man auf die Idee? Und da komme ich Mainstream. Aber da komme ich für mich zu einem ganz wichtigen Punkt, ja, wo ich hoffe, dass endlich mal was getan wird. Und das muss in der Schule anfangen. Medienkompetenz. Ja. Es muss Medienkompetenz unterrichtet werden. Der Umgang mit sozialen Medien, der Umgang mit Medien allgemein. Es muss einfach in der Schule Medienkompetenz unterrichtet werden. Und dafür nimmt irgendwas von dem anderen Kladderadatsch raus, den man eh nie braucht. Ja. Aber wer soll es denn unterrichten, wenn die Lehrer selber keine Ahnung haben? Ja, dann sollen sie Leute aus der Medienwelt holen, die davon Ahnung haben, die das vielleicht beruflich machen. Da wird es ja genügend Freischaffende geben. Für 30 Euro dreht sich Künstler. Es gibt genug Freischaffende. Es gibt genug Freischaffende. Die haben noch nichts zu tun. So, und die machen 50 Euro da unterrichte ich oben ohne. Und dann kommt so. Also, wenn ihr den Quitsch über TikTok in der Oberstufe 12a, ja, am Anne-Frank-Gymnasium in Detmold sehen wollt, ja, oben ohne, gebt ihr nur 50 Euro und führt Schnäppchen extra, tanzt der auch noch. Das kannst du aber wissen, oder? Ah, sehr schön. Ah, fantastisch. Ach, herrlich, herrlich, ja, herrlich. Eigentlich wollten wir heute über Reisen reden. Mein Zettel stehen. Das verschieben wir auf die nächste Folge. Ja. Wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Deswegen will ich noch ein anderes Thema kurz mit dir ansprechen. Sorry, dass wir euch heute da draußen so ignorieren, aber wir sind so im Gespräch vertieft. Ja. Das tut uns echt leid. Wir scrollen hinterher noch mal ein bisschen durch oder gebt uns hinterher noch mal ein paar Sachen, so in 5 Minuten startet mal, ja, so ein paar Sachen, die ihr noch mal loswerden wollt, auf die wir, ja, vielleicht eingehen sollen. Genau. Bereitet das schon mal vor. Derweil können wir ja schon mal kurz reden, was wir uns für die FedCon überlegt haben. Weil manche werden ja hier im Chat auf der FedCon sein, aber halt nicht alle. Und für die daheimgebliebenen haben wir uns ja was überlegt für euch. Wir werden streamen von der FedCon. Genau. Kurz und knapp. Das war's. Das haben wir uns nicht überlegt. Also wir haben uns extra heute 2 Stunden vorher getroffen, um irgendwas zu machen. Ne? Und dann ist uns auch, ach, wir streamen halt einfach. Ja, wir werden es ein bisschen technisch aufwendiger versuchen. Ja. Wir haben ja von der MagicCon, haben wir ja mit Last Week Tonight schon gestreamt und da ist Chris ja auch 2 vorbeigesprungen. Diesmal machen wir es gemeinsam. Werden das versuchen, das müssen wir dann ein bisschen ausprobieren, ob das alles funktioniert, ein bisschen technisch aufwendiger zu gestalten, dass man euch auch mal live mit über den Con-Campus nehmen kann und ja, so weiter. Ja, also so Interviews aus dem Garten machen. Genau, ja, mal gucken, wie das hinhaut. Also für alle daheim geblieben, ihr könnt uns eigentlich einfach nur langsam beim Betrunkenwerden zugucken. Genau, also ziemlich, ziemlich sicher wird es am Donnerstag vor der FedCon einen ersten kleinen Teststream geben, den nur ich mache, wo ich einfach teste, ob alles technisch funktioniert.
am Freitag werden wir dann loslegen. Wann genau, wissen wir noch nicht, das machen wir aber noch bekannt. Ja, ganz genau. Also wir werden auch tatsächlich diesmal nicht so spontan live gehen, sondern das vorher ein bisschen planen. Ja. Mit, wir sind von dann bis dann live und die Leute kommen auch mal vorbei, dass wir das ein bisschen schon abgesprochen haben, wen wir irgendwie mal da sitzen haben, ja, und so weiter. Ja, Jenny, du kannst den auch live vor Ort sehen, weil, genau, wir sitzen entweder im Gang, also irgendwo werden wir sitzen. Ja? Genau, entweder sitzen wir im Gang oder wir haben einen Raum, das steht, genau, noch nicht ganz genau fest. Aber irgendwo werden wir sitzen und, genau, dann kannst du es dir live so. Ja, also wenn wir jetzt irgendwo in einem Raum machen, brauchen wir ein paar Stühle dafür. Ja, genau, das, ja, ist richtig, das ist richtig. Ja, dann brauchen wir ein kleines. Wiese, Garten, ja, ich meine den Biergarten, ne? Also normalerweise läuft ja meine Fatcon eigentlich immer so ab. Ich komme hin, hole mir mein Kärtchen. Mhm. Das ist meistens am Samstagmittag oder Samstag später Vormittag. Dann habe ich einen Rucksack voll mit allem, was man auf einer Konse braucht. Also Killepitch. Ja. Und dann gehe ich in den Garten. Und im Garten erwarten mich dann schon meistens meine Podcast-Kollegen. Also entweder ist der Michael, mein Mitpodcaster, schon da, oder die Kollegen vom Discovery Panel oder Trek am Dienstag oder Sascha von Sirenen etc. pp. Fellow von Data sein Hals und so weiter und so weiter. Und dann suchen wir uns einen Platz oder irgendjemand hat schon einen. Und dann halten wir da ein bisschen Höreraudienz, mhm, und trinken. Höreraudienz. Ja, also Hörer können dann zu uns kommen und dürfen und uns ihr winken. Winkt. Und wir winken dann, ja. Und wir winken dann und sie können uns live. Sie dürfen eure Füße küssen. Ja. Oder ist das schon zu viel? Das sage ich jetzt nicht. Für 50 Euro. Für 50 Euro, da zieht er den großen Zeh blank. Ja, da geht alles. Und da sitzen wir normalerweise, wenn wir dann einfach schlicht und ergreifend betrunken sind, bis dann irgendwann nachts um 3 wir alle ins Bett fahren. Wir sind ja jetzt nicht so die Partymäuse. Aber diesmal werden wir es ein bisschen anders machen. Nämlich zum einen haben wir samstags um 14 Uhr unser Quiz, glaube ich. 16 Uhr. 16 Uhr unser Quiz, ganz genau. Also zumindest nach bisherigem Stand. Im bisherigen Stand 16 Uhr das Quiz im Beethoven-Saal. Und wir werden streamen. Genau, wir werden streamen mit Live-Außenkamera. Da werden wir mal gucken, wie wir da so alles in den Stream drücken. Sie Daumen, dass wir auch ein paar Stars kriegen. Das können wir nicht versprechen. Und vielleicht können wir auch mal in ein paar Panels reinschauen und, ja, ein bisschen was zeigen und so. Das wäre ganz cool. Ganz genau. Dann wurde Stichwort Marvel-Pulli und Guardians of the Galaxy 3. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Die Pressevorführung Freitag von der Woche habe ich verpasst. Ich habe auch keinen Kollegen gefragt, wie es war. Ich habe das Einzige, was ich mich habe spoilern lassen, ich habe mir heute bei Spotify die Playlist, also den Awesome Mixtape 3, der ist jetzt draußen. Okay. Da habe ich schon mal durchgeskippt. Aber mehr auch noch nicht. Ich bin am Sonntag, gehe ich rein. 2D und OV. Ich freue mich schon sehr. Ich werde nächste Woche, ne, eigentlich wollte ich schon reingehen, habe es noch nicht geschafft. Jetzt, dadurch, dass ich jetzt am Wochenende unterwegs bin, musste ich alles ein bisschen verschieben. Relativ spontan nach Lübeck. Und werde dann aber nächste Woche, will ich den nachholen, weil der interessiert mich tatsächlich, die ersten beiden mochte ich. Ja, absolut. Also vor allem den ersten fand ich damals großartig. Der erste hatte für mich so die perfekte Mischung aus Indiana Jones Vibe und Star Wars Vibe. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den geliebt. Und es ist auch, jetzt starte ich vielleicht eine Diskussion, wenn ich mir jemanden vorstellen könnte, ganz gut vorstellen könnte als neuen Indiana Jones, dann ist es Chris Pratt seit dem ersten Teil von Guardians of the Galaxy. Da muss ich ganz ehrlich mit Kirk sprechen, let them die. Also ich meine, ich brauche auch keinen neuen Indiana Jones. Also ich meine, mach eine neue Figur. Also sag mal so, ja. Also ganz ehrlich, inzwischen. Oh, das wollte ich dich nochmal fragen. Genau, weil inzwischen könnte ich eigentlich fast eher damit leben, dass also im Trailer sah das De-Aging von Harrison Ford nicht schlecht aus. Im Trailer gucken, wie, ja, es im auf der Leinwand hält. Was hältst du davon von einer TOS-Serie oder James-Bond-Film mit Sean Connery? Ich brauche das nicht. KI kreiert. Nee, um Gottes Willen, bitte nicht. Lass das neue Schauspieler machen. Also wozu will ich da? Ich will doch jetzt nicht immer Sean Connery sehen. Ich will doch. Aber du hast mir doch vorhin gesagt, die Leute wollen das sehen. Stichwort Rosamunde Pilcher. Leider. Ich ja nicht. Ich bin Theatermensch. Ich bin das gewohnt, dass immer jemand anderes den Hamlet spielt. Und finde das gut. Das ist trotzdem noch Hamlet, ist trotzdem geil. Und ich sehe bei jeder Hamlet-Interpretation was Neues, was ich cool finde. Aber du hast ja im Internet immer dieses laute, nur Harrison, jetzt einfach um bei dem Beispiel, ja, zu bleiben, nur Harrison Ford darf Indiana Jones spielen. Dementsprechend ist da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du demnächst, so wie bei Tarkin irgendwie, hast du einen anderen Schauspieler drunter und der wird dann halt künstlich hergestellt zu Harrison Ford. Genau. Und dann wird das so lange Harrison Ford sein, selbst wenn er schon tot ist, bis alle, die noch die Nostalgie-Erinnerung an Harrison Ford haben, selber tot sind. Und dann kommt jemand Neues. Finde ich furchtbar.
Glaubst du, dass inzwischen Verträge so gestaltet, oder weißt du es vielleicht sogar, dass Schauspielverträge so gestaltet sind, dass man denn digitales Lookalike gleich mitvermarktet? Das ist weißt doch, du das so ja, da, oh Gott, da gibt's doch sogar also wenn einen, ich Schauspieler wäre, würde ich das machen. Da gibt es sogar einen Fall, den ich jetzt vergessen habe. War es nicht sogar Bruce Willis? Ja. Der das schon geklärt hat? Okay. Das weiß ich, vielleicht weiß ja jemand. Oh, Mist. Pass auf, damit beschäftige ich mich bis zum nächsten Mal. Das schreibe ich mir auf. Weil das, also wenn ich Schauspieler wäre, würde ich sagen, ja, okay, ich spiele hier jetzt den XY, aber by the way, wenn ihr den nochmal braucht, ne, und ich schon tot bin, digital kriegen meine Erben. Das ist genau so. In dem Fall, aber ich habe vergessen, wer es war. Ich habe vergessen, wer es war und also ne, bei Tarkin hier, bei Peter Cushing, da ging das auch an die Erben, da mussten, die mussten das auch anfragen. Okay. Das musste alles geklärt werden. Carrie Fisher hat ja damals noch gelebt, also da war es nicht ganz so schlimm. Die hat das einfach selber abgesegnet. Aber es gibt einen Schauspieler, der, bei dem das jetzt ganz klar geregelt war. Ich habe vergessen, ich beschäftige mich bis zum nächsten Mal. Ja, wirklich. Aber du kannst, du darfst nicht einfach das Gesicht nutzen. Das darfst du nicht, um den Schauspieler jetzt zu besetzen. Das geht nicht, weil... Also nicht nur Shatner als Kirk nicht, sondern auch Shatner als irgendjemand anders nicht. Shatner, ich kann dir einfach das Gesicht nehmen. Genau, ich kann dir einfach sagen, so, ich nehme jetzt William Shatners Liken aussehen und verwende, das geht nicht. Nein. Okay. Ja. Höchstens er hat einen Designschutz drauf, wie man nach 75 Jahren erlischt das dann oder so irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, hat William Shatner, ich will nicht, dass keine Gerüchte streuen, aber hat William Shatner nicht sogar Geld dafür bekommen, dass ja eine William Shatner-Maske für Jason Voorhees genutzt wurde? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Kirk-Maske. Es ist eine Kirk-Maske. Genau. Und hat nicht William Shatner sogar Geld dafür bekommen? Kann das mal kurz jemand googeln? Ja. Und wenn ihr schon dabei seid beim Googlen, kriege ich eigentlich Hamlet. Von... Ich hau mir ein paar Eier in die Pfanne und mache mir ein Omelett. Guten Appetit. Ich kaufe ein E und löse Bratwurst. Da würde mich an der Stelle mal interessieren, kriege ich eigentlich als Schauspieler, kriege ich auch Geld für eine Actionfigur? Das hängt davon ab, was in deinem Vertrag drin steht. Aber theoretisch ja. Also so Verträge, die du machst, ist das so Standardverträge, wo so eine Scheiße... Also wenn du jetzt was mit Film machst, ja? Oder Fernsehfilm, whatever. Hm. Hast du da in den Verträgen den Erfolgsfall schon sozusagen, der ist mit drin? Also für den Fall, dass durch die Decke geht, ist das schon geklärt? Da stehen auch so hypothetische Sachen drin, so Actionfiguren. Also ich könnte dir mal einen mitbringen bei Gelegenheit. Da steht sowas drin. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, wie es wortwörtlich da drin steht, aber so ungefähr zum Beispiel die Benutzung der Film darf verwertet werden auf VHS, DVD. Schon klar. CD-ROM und allen zukünftigen Medien. Okay. Dann hast du dich abgesichert, dass du es auch in Zukunft verwenden darfst und der Schauspieler hat es unterschrieben, ohne dass du das nochmal extra abklären musst. So grob ungefähr. Okay. Weil ich weiß, wenn du zum Beispiel eine Actionfigur erstellen willst, dann ist das ein extra Paragraph, bedeutet mehr Geld und so weiter und so fort. Aber das deckt man nicht von vornherein ab. Also solltest du jetzt was produzieren, du hast den Standardvertrag mit den Medien bis in die Zukunft, okay. Mhm. Und jetzt sagst du, wow, jetzt brauchen wir doch T-Shirts. Dann würde man das extra theoretisch neu fahren. Also entweder hast du da auch so einen Passus drinstehen oder du musst... Aber der ist jetzt nicht standardmäßig drin, so. Der ist nicht standardmäßig drin. Also nicht, dass ich wüsste, keine Ahnung. Ja, weil ich... Von so einer fetten Produktion habe ich auch noch keinen Vertrag in der Hand. Also, sonst wäre ich nicht in Bochum. Ja. Gerade eben war es noch der Durchbruch. Next Step Broadway, ja. Also, wir müssen erstmal auf den Fußballfilm warten, ne? Also, stimmt, genau, ja. Wir haben schon wieder... hast du schon wieder vergessen, ne? Hier, ein Schnäppi und weg ist die Idee. Ich war schon gedanklich beim Spuk im Hochhaus. Gut. Ich bin echt gespannt, was du davon hältst. Ich bin richtig neugierig. Ich kann mir den Production Value kann ich mir schon vorstellen. In dem Sinne, dass es wie so eine tschechische Serie anmutet. Das ist meine Anmutungsqualität, die ich erwarte. Ja, ja. Wie so eine tschechische Märchenserie. Magst du denn die tschechischen Märchen? Ja, als Kind mochte ich die. Ja. Okay. Als Kind mochte ich die. Du kriegst halt auch einen Einblick ein bisschen, wie DDR-Gesellschaft funktioniert. Exaktamente. Darauf setze ich so ein bisschen. Ja. Ich erhoffe mir, mindestens ein oder zwei Begriffe zu lernen, die ich vorher nicht kannte. Pemme. Ja, das hat man beim letzten Mal. Hatten wir schon, okay. Ja. Aber sowas in der Art. Ja. Ganz genau. Hoffe ich mir mindestens zwei, drei Sachen auch über die DDR noch zu lernen, die ich nicht kannte. Und ich will natürlich viele Kinder mit FDJ fahren sehen. So. Weiß ich gar nicht, ob da was vorkommt. Ich glaube ja. Aber glaube ich gar nicht so viel.
Gut. Ich würde mal sagen, wir biegen mal auf die Zielgeraden. Wir biegen auf die Zielgeraden. Leute, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Wir schauen mal in den Chat. Wir scrollen einmal durch. Spaceballs, das T-Shirt. Ja. Hast du gesehen, dass es die Fortsetzung von Die verrückte Geschichte der Welt gibt? Die verrückte Geschichte der Welt Teil 2. Mittlerweile als Serie. Moment, reden wir jetzt von dem Mel Brooks. Ach so, ich war jetzt gerade bei dieser deutschen Komödie, die vor einem Dreivierteljahr im Kino war, die sehr unsäglich war. Habe ich nicht geguckt, interessiert mich. Ja, aus irgendeinem Grund sind wir da reingegangen. Egal. Ja, haben wir noch was? FDP, egal, ne, Journalisten, da haben wir alles besprochen. Genau, hatten wir eigentlich alles. FedCon kann es kaum erwarten. Ja, wir auch. Ich freue mich wirklich darauf. Echt Bock auf die FedCon, ganz ehrlich. Ja. Ich habe Bock, euch alle da zu sehen. Also wirklich auch an die, jetzt nicht jetzt an den Empfangsgeräten hören. Ne? Und scheut euch nicht, kommt an den Stand. Genau. Sagt scheut Hallo. Euch nicht, sagt Hallo. Ja. Sprecht uns an draußen im Garten, abends auf der Party. Wir sind da, damit wir mit unserer Community interagieren. Sonst brauche ich da nicht hingehen. Schön, Moritz. Wenn mir Leute Geld bieten, damit ich mich ausziehe, würde ich das nicht für das Geld machen, sondern weil ich dann weiß, dass ich nackt sein kann, ohne dass es jemanden stört. Okay. Ja. Auch nett. Das Geld nehme ich trotzdem. Ja. Farscape habe ich nie gesehen, nein? Auch nicht. Farscape bin ich auch raus. Also ich habe es wahrgenommen beim Durchsappen auf RTL 2, aber that's it. Ja, und wer braucht einen neuen Indie? Ja, keine Ahnung. Ich bin. Freust du dich auf den neuen? Er wird halt sterben, es wird mich ankotzen und deswegen... Meinst du, er wird sterben? Ja, sicher. Meinst du? Natürlich. Sie haben James Bond getötet, sie haben... Spoiler! Ach komm, bitte. Ja. Hab ich gesehen. Ja, jeder weiß es jetzt. natürlich lassen sie, stirbt er, logisch. Ja, sicher. Und dann... Ich meine, Harrison Ford hat gesagt, das ist definitiv das letzte Mal, dass er ihn spielt. Ja, und das ist auch gut so, der Mann ist 82. Ich weiß. Ja. Verstehst du? Der Punkt ist, dass sie es halt dann auch nicht selbstironisch spielen. Ich bin mal gespannt, ob sein Alter, also ob das Alter der Figur jetzt auch mal adressiert wird. Angeblich ja. Das wäre ja mal ganz nett, aber im Trailer sieht es nicht so aus. Der hüpft ja wie junge Reh durch die Gegend. Mhm. Ja? Na gut, man kann auch mit 80 noch hüpfen wie ein junges Reh. Wir vielleicht nicht mehr. Ich definitiv nicht. Zu viel gestreamt im Sitzen. Ja. Mittlerweile, mir tut alles so weh. Ich muss unbedingt was tun. Gut. Mir fehlt noch immer noch der Abi-Film. Ja, Markus, ich hatte den mal, um ihn wieder zu verlieren. Was für ein Abi-Film? Wir hatten bei uns beim Abi 96. Ach, Markus, haben wir einen Star Trek-Fanfilm gemacht, der unglaublich scheiße ist, aber mit viel Liebe gemacht wurde. Und die Kopie davon. Wir haben produziert, wir müssen das noch strecken. Die Kopie davon habe ich irgendwann mal auf einer VHS gefunden. Und dann habe ich sie einem Bekannten gegeben, um sie zu digitalisieren, was er auch gemacht hat. Und diese DVD, auf der man das kopiert hat, die finde ich nicht mehr. Bitter. Bitter. Ja, und die, ob ihr euch die Videokassette habt, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Es kann sein, dass es also leider verschollen ist. Ich habe noch meinen Gewaltfilm auf Video. Ich wollte ihn nämlich auf YouTube hochladen, damit er sozusagen für alle Zeit konserviert ist. Habe ich dann irgendwie verbaselt, nicht gemacht und dann zack, war halt Feierabend. Ja. So kann es sein, deswegen... Aber er wird in Erinnerung weiterleben. Ja, in Erinnerung lebt er weiter. Und in Erinnerung wird auch dieser Stream weiterleben. Ja. Was für eine Überleitung. Fantastisch. Nochmal sorry, dass wir heute so wenig auf den Chat eingegangen sind, aber so ist das, wenn zwei Laberbacken aufeinander treffen und einfach mal eine Runde rumkrissen. Ja? So sieht's aus. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Das geht jetzt an meine Podcast-Hörer, die kennen den Abspann schon. Dann lasst doch mal ein Like da auf den einschlägigen Kanälen. Ihr könnt übrigens, wenn ihr das durchgehört habt, auf Spotify jetzt auch auf Spotify einen Kommentar ablassen. Das ist neu. Ah, okay. Kannst auf Spotify jetzt nicht nur Sterne vergeben, sondern kannst jede Folge auch kommentieren. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. iTunes, Podcast Addict, das kennt ihr alles. Bei Nerdizismus geht es weiter, dass ich mit dem Michael am Montag endlich über den zweiten Teil von Mandalorian rede, also über die zweite Hälfte der Staffel. Deswegen habe ich das heute auch bei dir so ein bisschen geskippt. Ja, ne? Ja, verstehe, verstehe. Und wir sind, oder ich bin am Sonntag in Guardians of the Galaxy und da müssen wir mal gucken, wenn wir dazu was machen, aber auch noch recht relativ zeitnah. Und wir schulden euch noch die, das wird aber dann nur eine Kurzkritik zu Quantumania.
Damit haben wir das aktuelle Marvelverse dann auch wieder aufgeholt. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal ein kleines Päuschen machen und dann sehen wir uns auf der FedCon wieder. Bei Last Geek Tonight geht's weiter am Montag. Da sind wahrscheinlich Nessie und ich gemeinsam hier. Und eventuell haben wir so einen Gast hier sitzen. Das wissen wir noch nicht, aber vielleicht versuchen wir auch einfach nur gemeinsam die Weltnerdschaft an uns zu reißen. Wir schauen mal. Mittwoch gibt es eine Con-Show und zwar gibt es da ein kleines Special. Wir haben Sina und, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, die beiden Damen, die bei der Harry Potter-Diskussion mit dabei waren, die sind hier und halten ihren Vortrag Voldemort gegen Dumbledore oder im Vergleich zu Dumbledore, nee, Quatsch, nicht Dumbledore, wie heißt der andere Bösewicht? Welche Unterhose war schöner? Nein, Voldemort gegen, wie heißt denn der andere Bösewicht aus dem Potter-Universum, der jetzt davor ist? In den Fantastischen Tierwesen-Filmen. Johnny Depp. Ja, du heißt der Schauspieler. Wie heißt die Figur? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es, aber ich lasse dich mit. Grindelwald, so. Meine Güte. Siehst du? Grindelwald gegen Dumbledore, gegen Voldemort. Ach, ihr wisst, was ich meine. Grindelwald, Dumbledore. Aber das ist jetzt mal wirklich Voldemort. So, diesen Vortrag halten Sie hier. Ich bin sehr gespannt. Und wir machen so ein allgemeines Q&A, denke ich mal, weil ich vermute, noch nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass Mel dabei sein wird. Allgemeines Q&A noch zum Thema FedCon, weil die ist ja dann schon bald. Genau. Und wenn dann ganz viele Potterheads drin sind, dann würde ich mal gerne wissen, wo kauft Voldemort seine Mutterbrust. In diesem Sinne, macht Idiot. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.